Willkommen, meine Damen und Herren. Mittwochabend, 22 Uhr, 2 Stunden Gear Games Live. Ihr habt zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet. E-Sports ist vorbei. Ein großes Aufatmen geht durch unsere Herzen. Endlich können wir wieder Qualität und Spaß begutachten bei dieser tollen Sendung. Wir haben unglaubliche Themen für euch. Fangen wir an im Konsumbereich. Da sitzt Marco Bargic. Ihr kennt ihn vielleicht als das schlecht aussehendste Mumien-Imitat aller Zeiten. Heute ist er wieder der Alte und er hat ein Spiel dabei, das bietet jede Menge Potenzial, um viele neue Striche auf die Marco Bargic Todestafel zu zeichnen. Genau, richtig, aber nicht ganz so wie eine Mumie bin ich nicht nur körperlich leer, sondern auch geistig komplett leer. Warum das so ist, das werde ich gleich erklären. Bei einer Runde Delta Force Black Hawk Down Team Saber. Lieber Nils, fällt dir da ein Spieletitel mit mehr als 7 Wörtern ein? Ja. Things that occur in the mirror may appear closer than they are. Oder so ähnlich. Das ist doch kein Spieletitel. Nee, das kommt aber noch. Das hast du nur von dem Monitor gelesen. Zum gleichnamigen Musiktitel von Meatloaf. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie der genau ging. Ist ja auch egal. Ja, toll, tolles Spiel. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Seid unbedingt dabei. Wir nehmen jetzt noch Wetten an. Geht auf giga.de in den Konsolenbereich und gebt euren Tipp ab, wie oft wird Herr Marco Bargic heute sein eigenes Ableben treffen. Wir sind gespannt. Kommen wir jetzt zum Treffen eines anderen Mannes. Er ist unser absolutes Highlight. Zu Recht, er hat seit vielen Jahren in der Games-Redaktion Unglaubliches geleistet. Heute wurde er belohnt mit einem Spiel namens Anno 1701. Begrüßen Sie mit einem warmen Applaus Dennis Richtarski. Ja, wunderbares Thema. Ja. Ganz groß. Huhu. Viele Leute warten darauf. Ja. Ich sag schönen guten Abend. Wir haben es da. Ja, juhu. Ja, das wir können ja mal schauen, was da inkludiert ist. Also es ist ein sehr schönes Spiel, wir haben leider nicht die Collector's Edition hier. Warum, weiß ich ja selber nicht. Ja, auch nicht. Ist ein Poster dabei, natürlich die CD und eine Beschreibung. Sieht ganz okay aus. Riecht auch noch wie neu. Ja, das ist ja immer am wichtigsten bei solchen Geschichten. Ja. Werden wir nachher nochmal, wenn wir gerade nicht live drauf sind, uns vielleicht nochmal die eine oder andere Dosis geben. Stimmt. Aber wenn wir drauf sind, werden wir euch selbstverständlich ein bisschen zeigen, wie das Spiel an sich aussieht. Denn freu mich sehr. Hat mich und ich glaube dich auch so ein bisschen gefangen. Wir haben es beide bei uns drauf gemacht in der Redaktion auf die Computer und den schönen Nachmittag rauf und runter gespielt. Ist schon sehr interessant und man kommt nur schwer von los. Also ihr habt Glück, dass wir heute Sendung überhaupt fahren, denn von Anno wegzukommen ist schon doch eine kleine Leistung. Stimmt. Ist das gleiche Suchtgefühl wie schon mit dem ersten Teil Anno 1602. Ich fand ja damals dann Anno 1503, das war der Nachfolger, nicht so gelungen, weil der Mehrspieler-Part einfach nicht ging, aber das ist eine alte und leidige Diskussion. Ja, stimmt, genau. Der kam erst später und zwar auch nur nachgereicht von einer Third Party, also nicht offiziell nachgereicht und das war sehr schade. Und jetzt liegt Anno 1701 dafür, aber nur noch sozusagen auf Multiplayer, wobei man kann den Multiplayer auch im Singleplayer spielen, wobei das bedeutet, es gibt nur ein Endlosspiel. Es gibt keine Singleplayer-Kampagne in dem Sinne, wie wir es eigentlich von Strategiespielen kennen, sondern nur dieses Endlosspiel und okay, es gibt 10 verschiedene Szenarien, aber ansonsten ist es tatsächlich auf dieses Multiplayer-Geplänkel ausgelegt. Ja, im Prinzip ist es wirklich so, es gibt natürlich dann auch jede Menge Computergegner, die einem dann eine Herausforderung sind, gegen die man antreten muss, kommt ein bisschen Pfeffer ins Spiel. Gibt aber Menge. Ich finde auch, am lustigsten ist Anno immer dann gewesen, wenn man es mit mehreren Leuten gespielt hat. Ja. Das Problem dabei ist, man spielt, obwohl man im Multiplayer-Part ist, die meiste Zeit eigentlich für sich alleine, der Aufbaupart. Da gibt es eine ganze Menge Spiele. Es wird, dann wird es nämlich knobelig, wenn man um die Insel sein Imperium erweitern möchte und sucht sich dann neue Inseln. Und der Gegenspieler, also du, jetzt in dem Fall, wenn wir spielen würden, will auf dieselbe Insel und dann gibt es Stress oder es gibt nur eine Insel, wo jetzt Tabak wächst oder sonst was. Der Böse, dann gibt es sogar Krieg, das gibt es auch bei Anno. Aber man kann es auch friedlich spielen. Ja, man hat die Wahl. Aber wenn wir spielen, nicht. Glaube ich auch nicht. Genau. Es ist aber ein Spiel für die ganze Familie, da werden wir gleich im ersten Take nochmal genau drauf eingehen. Ja. Warum Anno 1701 ein Spiel für die ganze Familie ist, werdet ihr gleich erfahren. Bleibt unbedingt dran. Jetzt ein bisschen Werbung und dann geht's gleich los. We'll
Einen schönen guten Tag. Gerade eben haben wir ziemlich viele Protestmails bekommen. Ey, bei euch kann man ja nichts gewinnen. Auf allen anderen Sendern kann man ganz viel gewinnen. Warum nicht bei euch? Ja, die Antwort ist, wir haben es uns aufbewahrt. Für jetzt, natürlich könnt ihr bei uns auch was gewinnen. Ihr müsst einfach Folgendes tun. Ruft die Telefonnummer 0137 855 3021 an, hinterlasst euren Namen und eure Telefonnummer und beantwortet folgende entscheidende Quizfrage richtig. Marco Bagic, Antwort A, Antwort B, nee. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Mal sehen, wenn ihr es richtig beantwortet, habt ihr die Möglichkeit, ein Spielepaket zu gewinnen, was aus einem einzigen Spiel besteht, und zwar Command & Conquer, die letzten 10 Jahre der Echtzeitstrategie-Hit aus dem Hause Westwood, zusammengeschmiedet zu einem einzigen Spiel für euch. Blabla, ruft Marco Bagic zurecht, denn er möchte drankommen. Er ist heute derjenige, der die Sendung beginnen darf, weil er immer das Letzte ist, darf heute mal der Erste sein. Ja. Und die Todestafel steht schon parat. Verkehrte Welt. Verkehrte Welt. Verkehrte Welt. Aber ich nehme mir schon mal ein Stück Kreide in die Hand. So, mach das schon mal. Mach schon mal prophylaktischen Strich, dann musst du den gleich nicht machen. Was waren das eigentlich gestern? Ich bin immer so weiß angemalt, weil du hier immer so viel Schmuh auf die Rückseite machst. was war denn in der letzten Sendung? Wann waren das? Geist. Aber da bin ich nicht zweimal drauf. Das war am... Was machst du da? Das ist alles gelogen. Wieso ist das gelogen? Was war das Erste? Das Erste ist... Splinter Cell. Danach? Test Drive. Okay, einmal, wenn man bei Test Drive überhaupt sterben kann. Und ja. Das andere war Geist. Das ja, ist für GameCube. Aber da bin ich nicht zweimal draufgegangen. Sondern? Du kannst... Wie gehst du als Geist drauf? Ja, was ist das für ein Schmuh? Du, wenn du... Was ist denn? Sterben, wie gehst du denn bei Test Drive Unlimited drauf? Gar nicht. Ja, und du hast trotzdem einmal gestorben. Nein, da habe ich eben keinen Unfall. Das kannst du ja nur bei Shootern oder sowas machen. Hier gehe ich wirklich drauf. Ist ja, das ist ja auch ein weitläufiger Begriff. Wenn du bei einem Spiel versagst, zählt das als tot. Ja, aber ich bin ja bei Geist nicht gestorben. Nur der Körper, in dem ich drin war, der ist abgemurkst worden. Ja, das reicht doch. Nein, ich musste nicht neu starten. Nichts neu laden, gar nichts. Unglaublich. Haarsträubende Argumentation von Herrn Bargett. Ja, klar. Ich persönlich finde das... Nicht schön, wenn ihr es schön findet, schreibt eine Mail an markwit.gg.de. Ja, nicht schön, das ist so ein Wort, das wann waren es 30. oder 31. Ja, jetzt überleg mal. Dennis, wann haben wir Geist gemacht? Welches Datum war denn das? Am 31. gestern Geist. War es der 31.? Ja, Halloween ist häufig am 31. Januar, nee, ich war so müde. Ich Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. So, 31.10. Geist. Richtig. So. Und heute kannst du ja schon mal einen machen. Mach mal schon mal einen. Dann kannst du ja den Titel direkt runterschreiben. Wieso jetzt? Weil er ist ziemlich lang. Ich möchte, dass du ihn aufschreibst, damit keine Fehler auftreten. Ja. Delta Force. Ja, aber ich warte, bis du tot bist. Delta. Ich mach schon mal einen Strich. Ja, mach das. Einen Strich machen wir schon mal. Delta. Ja. Force. Black. Ja. Hawk. Down. Down. Team. Saber. Das ist für mich irgendwie der Versuch, in einem einzigen Spieletitel mindestens drei Klassiker einzubauen. Ja, ist krass. Ja, also Delta Force, ja, dann Black Hawk Down. Und natürlich Saber Rider. Ja, Saber Rider, das bekannte Spiel, das wir alle in unserer Jugend vor dem Fernseher gespielt haben. Ja. Damals noch ohne Controller, beziehungsweise es hieß Fernbedienung. Es hieß aber Fernbedienung. Es war ein bisschen langweilig. Nicht so interaktiv wie unser heutiges Fernsehen. Jo. Im heutigen Fernsehen gibt es Möglichkeiten, PlayStation anzuschließen. Ja. Das haben wir gemacht. Ich schreib mal hier voll selber auf, dass das hier die Lehne ist. Ja, Lehne. Damit man das nicht vergisst. Ja. Aber Rechtslehne, ne? Rechte Lehne. Ja. Rechte Lehne, die kommt aus dem Möbelwerk Hoyerswerda. Ja. Ausschreitung. Das ist die Zeckenlehne dann wahrscheinlich. Zecken? Zeckenlehne. 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 Ja, man kann mit Kreide viel Unfug bauen. Unter anderem kann man... Ich stehe jetzt tief in der Kreide. Ja, man kann zum Beispiel Klamotten damit schneidern oder aber auch Kreide essen, sagt man ja auch heutzutage. Ja. Kreide fressen. Wie das schmeckt, das solltet ihr mal in der Pause ausprobieren. Macht's lieber nicht. Gut, wir fangen an mit Delta Force, Black Endlich. Hawk Down, Team Saber. Endlich! Ist der zweite Teil vom ersten Teil von Black Hawk Down. Endlich! Er beruht ja eigentlich auf einer Original- beziehungsweise auf einer richtigen Story, falls du dich noch an den Krieg in Mogadischu erinnerst. Na klar, ich Somalia. Hab damals per Live-Ticker verfolgt, was passiert. Richtig, ich war sogar vor Ort. Ja, du auch? Ja. Du kommst ja eigentlich ursprünglich auch aus der Ecke. Mein Nachname ist Mogadischu. Ja. Und es ist ein richtiger Kampf damals gewesen, gab's einen Krieg, die Amis sind dort eingedrungen, haben gedacht, die hauen alle kaputt,
weil die kennen das aus den 60er Jahren in Los Angeles, haben sie gesagt, dann machen sie es besser. Aber nix da, Pustekuchen, die Jungs haben sich gewehrt und haben einen Black Hawk, beziehungsweise, also heißt das Hubschraubergerät, ne? Black Hawk. Black Hawk, einen Black Hawk runtergenommen. Und der ist dann down gegangen und daraufhin wurden einige GIs ermordet. Ich glaube sogar alle sogar ermordet und auch mit Panzern durch die Stadt gefahren. Ja. Aber die waren hinten dran, also war es nicht so lustig für die. Nee, die waren, wurden ja, geschliffen. Geschändet. Die wurden geschliffen wie einen guten Diamanten. Und die haben die dann mehr oder weniger ermordet. Und daraufhin ist jetzt ein Spiel entstanden. Man, ihr seht, aus der Realität kann man manchmal lustige Spiele machen. Und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich starte einen Feldzug. Und zwar muss ich probieren, einen Schmugglerhafen hochzunehmen. Geografisch relativ schwer, physisch hätte ich jetzt nicht die Möglichkeiten dazu, einen Schmugglerhafen hochzunehmen. Deshalb lasse ich doch einfach mal die Waffen sprechen und equippe mich folgendermaßen aus. Ich habe eine M16A2 gewählt, eine Sekundärwaffe, normale Knarre, das kann man immer gut gebrauchen. Und als Zubehör habe ich noch ein Detonation Pack, damit kann ich ordentlich was in der Luft jagen. Ja. Fähigkeiten brauche ich jetzt keine, davon habe ich auch noch keine. Das weiß ich, wirst du auch nie haben. Nein, diese Skills, diesen musst du eigentlich bei mir in dieser Version eigentlich ausklammern. Ja. Aber vollkommen wurscht. Weil ich keine Skills habe, brauche ich auch keine Einsatzbesprechung. Denn merkt euch eins, da wo man was plant, kann was schief gehen. Wo man nichts plant, kann nichts schief gehen. Deshalb starte ich diese Mission. Und wir drücken einmal auf den A-Knopf und sehen, dass es lädt. Ladezeiten, echt cool. Unter den Missionen gibt es wenig Ladezeiten, fast null. Nur vor den Missionen halt so 10,3 Sekunden ungefähr. In Fahrenheit aber gemessen. Ja. Wir starten die Mission und wir finden uns auf einem Boot wieder. Und zwar in, wo sind wir denn? Ja. Kolumbien, ja. Dort, Nachbarstaat von Somalia. Ja, die Story ist natürlich im ersten Teil ein bisschen gebogen worden. Also da sind nicht alle draufgegangen im ersten Teil am Ende, sondern da gab es noch irgendwie so einen Dreh, so einen Spin-off, keine Ahnung was. Und hier sind wir jetzt in Kolumbien und müssen Drogenbosse in die Luft jagen und aber auch noch Attentäter. Beides. Ja, Terroristen. Also, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ja, ich glaube, die haben so gedacht, Drogenkartell, das ist vielleicht 80er Jahre so. Medellin-Kartell, das ist auch nicht mal so aktuell. Was ist denn aktuell, was noch keiner bisher gemacht hat? Wie wäre es mit Terroristen? Ja, Terroristen sind die Nazis des 21. Jahrhunderts. Kommunisten-Nazis sogar. Kommunisten-Nazis. Ja. Übrigens ist dieser Teil auch von den Machern von Counter-Strike gemacht worden. Also von den Originalerfindern von Counter-Strike. Ich weiß nicht, wie das Team heißt, aber sie waren nicht da. Das waren ja Hobby-Entwickler. Counter-Strike war ja eine Mod, eine Modifikation für Half-Life. Aber die gleichen Jungs haben das hier gemacht. Ach so. So, ich höre schon, irgendwo schießt jemand. Das heißt für mich, freies Feuer, alles was bewegt, mach ich platt. Aber bisher bewegt sich noch nichts. Obwohl, da ist ein Schießstand, da steht gleich einer. Den blase ich um. So, der ist schon umgeblasen, super. Da kommen die Stege. Kennt ihr vielleicht von Ingrid Steger? Ja. Klimbim hat ihn gemacht, sehr lustig. Und ich halte hier die Augen offen, denn gleich kommen hier noch ein paar Jungs angerannt, die mir gerne in den Kopf schießen möchten. Was ich aber für meinen Teil gar nicht gut finde. So, wir müssen in Deckung gehen. Ich glaube nicht, Tim. Hallo? Apropos Tim, falls du uns zuguckst, ja, gute Tim, Besserung. Gute Besserung. Ruckzuck ist die Fresse dick und ja. Dauert meistens lange, bis sie abschwillt. Denn dem Tim sind über Nacht Weisheitszähne gewachsen. Gewachsen, ja. Die mussten dann entfernt werden, chirurgisch. Habe ich ihm angeboten, ohne Betäubung und Entfernung in einem quasi. Ja. Hat er nicht angenommen. Fand ich schon ziemlich unkollegial und kein Vertrauen in seine... Hallo, warum spreche ich denn nicht? Aber ich glaube, ich kann gleich den ersten Schritt schon machen. Nein, du bist denkst viel zu negativ. Feind nördlich von uns. Wo ist nördlich? Da, wo der meiste Wind weht. Also immer hier hinten rum. Das ist manchmal echt mies, weil die verstecken sich gut im Schatten und bewegen sich dann erst im allerletzten Moment. Ja, aber das ist doch okay. Warum ist das gut? Ja, eine gute KI macht doch ein Spiel nicht schlechter. Es spielt jemand, der keine KI hat. Also guck mal. Zum Thema KI möchte ich jetzt noch hier überhaupt nichts verlieren. Keine Worte zumindest. Und darauf kannst du ja selber mal einschätzen. Guck mal, was wir jetzt machen müssen. Wir haben das Zivilboot bis zum Dorf vorgebracht. Alles klar, sichern Sie das Dorf von Rebellen. Habe ich auch gemacht. Und rücken Sie bis zum Hafendorf vor. Dort gibt es nämlich eine ziemlich günstige Spelunke mit Prostituierten und billigen Fusel. Deshalb fahren wir da jetzt hin. Wie sieht das aus mit dem Multiplayer-Part? PlayStation 2 ist ja durchaus kompatibel für Mehrspielergefechte. Ist das? Also das Ding ist noch eine... hier, das ist alles, was wir gekriegt haben. Und bisher habe ich noch keinen Multiplayer-Mode gesehen. Soweit ich weiß, gibt es nur Missionen und die kannst du ausführen, mehr nicht. Ah ja. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung, in die ich angezeigt bekomme, zu laufen.
Oh, guck mal, da schießt einer. Was geht denn hier ab? Na, wer schießt denn da? Wer bist du denn? Ist sehr dunkel, ne? Ich hoffe, man kann das erkennen. Oh ja, es ist schweinedunkel. Ja. Auch hier im Studio. Aber ich glaube, für die Leute draußen ist es ein bisschen besser erkenntlich, weil wir nämlich hier noch eine Studiobeleuchtung haben, die das Ganze noch ein bisschen aufhält. Und die Klimaanlage hier den Rest gut. So, ich muss jetzt mal ein bisschen was bordern, und zwar brauche ich Hilfe. Ich möchte mich heilen. Das Team ist mir vollkommen wurscht. Deshalb du hast auch ein Team. Ja. Ich habe ein Compagnon, also mehrere Compagnons dran. Und wir haben immer Medikamente, leckere Bonbons und Apfelsaft mit. Guck mal da. So, den haben wir es gezeigt. So, ich bin geheilt. Meine rechte grüne Leiste ist wieder nach oben geschossen. Und ich bin jetzt wieder ganz super. Deshalb, das freut mich. Hier gehen wir mal. Hier sind, das ist ein altes Haus. Aber... Das ist bin ich beim ersten Mal drauf reingefallen, beim zweiten Mal nicht. Guck mal, wo soll ich denn hinschießen? Sag mal. In den Ellbogen. Ist das Ellbogen für dich? Ja. Ah, tot, ne? Ja, zum Glück. Ist ja ein fieser Terrorist gewesen. Ja. Was ich damit sagen will, ist, dass das Spiel ziemlich zielungenau ist. Also man kann gut draufhalten und... Ja, aber ich meine, bei einem Konsolenshooter mit der ungenauen Steuerung eines Joypads ist natürlich auch schwierig da jetzt. Ja, aber Treffer also wirklich teilweise, was sie sich da leisten, diese Jungs da, die sich da Gegner nennen. Und da fordert dich natürlich. Ja. Weil du ja einfach auch sau gut bist. Ja, auf der Todesliste zumindest. Und ja, aber mich wundert, dass das Take ist schon ziemlich alt und du bist noch nicht einmal gestorben. Bin ich super. Oh. Guck mal, der Junge. Ist er jetzt auch platt? Oder ist er lebt er noch? Ne, hat sich hingelegt. Hier sind auch noch ein paar Jungs irgendwo. Ne, alles sauber. Roger, Roger. Dem Pfeil nach. Links unten kriegen wir Radar angezeigt. Aber das brauchen wir nicht so. Das ist nicht so wichtig. Nee. Irgendwer schießt. Was sind da hinten jetzt ganz, da ist ja ein Ozean. Was ist da denn ist der Horizont. Ah ja. Nee, da müssen wir hin. Das ist immer, man kriegt so eine grobe Richtung immer angezeigt, in die man marschieren. Oh, guck mal da. So, der sich hier versteckt. Man kriegt immer so eine grobe Richtung angezeigt und dann weiß man ungefähr, wohin man in dieser Mission hinwandern muss. Das sind Glühwürmchen. Ja. Ich glaube, die gibt es nur in Sagen. Das ist auch ein Argument für Frauen, das Spiel zu spielen. Weil es Glühwürmchen gibt. Obwohl Glühwürmchen scheiße hässlich sind, muss man also sagen. Hast du schon mal einen gesehen? Oh ja. Wo denn? In Hagen neulich oder in Kroatien. In Hagen? Ganz viele, ja. Und die sind echt pottenhässlich. Also. Was? Wieso haben die eine große, dicke Knollnase? Nein, die sind einfach, das sind einfach hässliche Käfer-Fliegedinger. Also ganz ätzend. Die willst du gar nicht. Also. Man stellt sich ja meistens was Romantisches, also ich stelle mir nichts Romantisches, aber Frauen stellen sich meistens was Romantisches vor, wenn sie so Glühwürmchen sehen oder irgendwie sowas. Die denken dann, dass die Liebe sie zum Glühen bringt oder so. Liebe. Aber nichts da. Es ist die Hässlichkeit und ihr Arsch, der sie zum Glühen bringt. Und sie glühen wirklich auf die Popo. Guck mal, da ist auch noch einer. Ja. Na, was macht der denn da? Hält der da eine Lampe oder was ist das? Nee. Da rechts unten. Oh, ich sehe, wie theatralisch der gefallen ist. Ja, ja, total übertrieben. Mann, ey, den würde ich echt eine 7 in der B-Note geben. So, den haben wir auch weggeholt. Und da kommt jetzt auch noch einer, glaube ich, rum. Wenn ich das richtig gerade gesehen habe. Aber meine Munition geht langsam dem Ende gegenüber. Deshalb... Oh, oh. Jetzt, gleich bist du tot. Nein. Gleich bist du tot. Kann ihn mal jemand noch mal? Ja. Ah, mir tut der Rücken weh. Ah, ich will Hilfe. Ich hab doch Hilfe angefordert. Ja, das sind sie ja. Ja, aber die heilen mich nicht. Oh Mann. Nee, zu Recht. Doch, die müssen mich doch mal helfen. Wieso geht das nicht? Ich werde dich zusammenflicken. Mach doch. Ah, super. Das ist ja leicht. Ha. So, ich gehe mal hoch, weil da oben ist, glaube ich, so ein kleines Munitionsdepot. Da bediene ich mich ein wenig. Ja. Darf ich dir auch was mitbringen? Ja, ich hätte gern einen Nogatschok. Ah, nee, gibt's nicht mehr. Gibt's nicht? Gibt's ohne Scheiß. Dann einen Flutschwinger hätte ich gern. Gibt's? Flutschwinger weiß ich nicht mehr. Kennst du noch, wie heißt der? Banana Joe oder so? Milky Milk. Milky Way. Milky Milk oder wie? Nee, Mini Milk.
Minimilk, ja klar. Minimilk gab es in rosa für die Frauen und in weiß. Und Flutschfinger gab es. Ja, und Flutschfinger. So, ich bestelle. Nein, fuck. Ich suche nämlich, wir brauchen ein bisschen Munition. Da. Ja, los, bring. Dann kann ich auch wieder die Waffe wechseln. Ja, ich bin begeistert. Was sehen wir denn gleich noch? Ein bisschen was Bunteres? Oder geht es immer so weiter? Du bist in der Nacht. Ganz klar. Immer in der Nacht. Du bist ein Angreifer, der die Nacht schätzt. In der Hitze der Nacht. In the heat of the night, richtig. Dementsprechend bist du eigentlich... Das Problem an der Hitze ist, man sieht ja die ganze Werbung nicht, die jetzt hier gerade eben an uns vorbeigezogen ist. Vielleicht sollten wir die nochmal ein bisschen heller machen und sie euch nochmal zeigen, denn die war ganz interessant. Schaut einmal rein, das war sie. Gleich sind wir zurück und dann lösen wir das große Geheimnis, warum Anno 1701 ein Spaß für die ganze Familie ist. Bis gleich. Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen. Viele Leute drohen uns zutiefst, weil wir Rainbow Six gar nicht gemacht haben, obwohl Marco Bargic versprochen hat, es heute zu tun. Das liegt daran, dass Marco Bargic heute Play machen musste und da er nicht zwei gute Dinge an einem Tag haben darf, das entspricht nicht seinem Naturell, muss er Rainbow Six auf morgen verschieben. Es tut ihm sehr leid, aber er lässt sich entschuldigen, bald gibt es das Spiel. Kommen wir jetzt zu Dennis Richtarski. Der hat ja großspurig angekündigt, ein sagenumwobenes Geheimnis auflösen zu wollen. Ich bin gespannt. Geheimnis? Ja. Habe ich das gesagt? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Fällt mir vielleicht später wieder ein. Ich habe aber warum was anderes Anno 1701 für die ganze Familie ein Spaß ist. Ach so. Ja, Tatsache. Auch gut, dass du mich dran erinnerst. Nee. Hätte ich fast vergessen. Aber lass uns doch wieder den berühmten Bogen aufbauen. Den Bogen der Spannung, den wir hier gepachtet haben. Und zwar zeigen wir das gleich. Ich habe aber vorher etwas gefunden, beziehungsweise der Marco hat was gefunden, nur ich glaube, der kann das momentan nicht zeigen. Nee. Ich zeig das mal, das ist der Hammer. Ihr kennt Family Guy. Ich glaube, momentan werden auch neue Folgen produziert oder laufen momentan in den USA. Übrigens heute Abend, glaube ich, auch die neue South Park-Folge. Und das hier haben wir im Internet gefunden. Das ist Peter Griffin. Und wer Peter Griffin nicht kennt, dem habe ich natürlich nochmal das Original rausgesucht. Ja. Muss ich mal kurz schauen, wollen wir das Original? Da, Peter Griffin im Original. Und da Peter Griffin als echter Mensch. Das ist der Hammer. Ich finde das Bild sowas von genial. Ja, absolut. Und das Lustige ist, dass wenn man bei Google Peter Griffin eingibt, findet man diesen Typen direkt. Jedes zweite Bild ist von diesem Original-Echtmensch Peter Griffin. Probiert das mal aus bei Google in der Bildersuche. Das war quasi, das hat mir den ganzen Monat gerettet, dieses Bild. Es ist einmalig. Trotz deiner ausbleibenden Periode hat es dir den Monat gerettet. Ja. Aber das freut mich. Ja noch nie eine. Von daher habe ich da keine Bedenken. Vielleicht kommt sie ja noch irgendwann, die erste. Und bis dato ist es ja soweit nicht schlimm. Ich habe aber noch das Geheimnis zu lüften, was du gerade angekündigt hast. Ja. Und zwar, warum Anno für die ganze Familie ist. Das möchte uns die Werbung weiß machen. Da wurde nämlich ein super toller Werbetrailer produziert. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Also bitte Augen auf meinen Bildschirm. Das hier. Mach doch mal ist groß. Großartig. Wieso machst du nicht groß? Ah ja, Sekunde, ich mach's in groß. Denn was soll das? So. Das
will ich auch, das neue Anno. Ach ja? Ja, da können wir jetzt zusammen spielen. Und unsere eigenen Welten schaffen. Guck mal, was ich hier habe. Oh, du hast es ja schon. Mann, oh Mann. Ja? Das neue Anno, Mann. Anno 1701. Dieses Computerspiel begeistert alle. Was soll das? Ja. Fragen wir uns. Wir haben uns was das natürlich schon vorher angeschaut in der Redaktion. Warum, und jetzt kommt Nils. Warum Sky Dumont? Wo ist die Identifikation mit dem Spiel? Warum hat Sky Dumont ein 21 Zoll Notebook von Alienware auf dem Schoß? Das Teil haben wir getestet, das kostet 10.000 Euro oder so. Warum zwei Personen, die eine ist über 60, die andere unter 10, die Zielgruppe ist genau dazwischen? Ja. Warum? Ja, ich verstehe es tatsächlich nicht. Aber unglaublich, wirklich unglaublich. Wir haben es jetzt hier. Alle kreativen Leute waren mit der Produktion des Spiels mit Anno beschäftigt. Auf jeden Fall. Und die anderen durften dann wir hätten es nicht besser machen können. Also das ist sowas von genial. Ja. Dieser Einfall. Ja. Also das grenzt schon eigentlich ans Illegale, weil das Volk, das wird jetzt das Volksspiel. Ganz Deutschland wird dieses Spiel kaufen aufgrund dieser Werbeoffensive. Glaub auch. Ja, die sowas von ungemein da einschlägt. Man absolut kann gar nicht mehr. Das ist schon Gehirnwäsche quasi. In der Tat. Ich möchte jetzt oh Mann, Anno! Mann, noch Anno. Mal sehen. Ich möchte meine eigenen Welten schaffen. Ja, wir können das Spiel gerne mal starten. Ja, und wir schauen uns sozusagen das Intro an, um locker flockig einzusteigen. Ein kleiner Schlag auf die Enter-Taste dürfte das Spiel starten. Ja. Unglaublich schön. Wir haben es, wie gesagt, schon den ganzen Nachmittag gezockt und auch den Mittag und zwischendurch noch ganz kurz gegessen. Aber ansonsten keine Zeit zum Luftholen gehabt, denn es sind ein paar ganze schöne neue Features damit bei. Unter anderem so kleine Spezialaufträge. Die Grafik sieht wunderschön aus und wir werden gleich noch ein bisschen was zu den Spezifikationen sagen, die man da so haben muss. Aber ansonsten hat es dich, glaube ich, auch überzeugt, denn du warst ja früher schon ein Fan. Ja, wie gesagt, den ersten Teil habe ich mit Leidenschaft und Liebe gespielt. Das Spielprinzip an sich hat sich ja gar nicht so großartig verändert. Man setzt natürlich auf altbewährtes, was ja nicht schlecht sein muss. Grafisch wesentlich opulenter das Ganze natürlich. Oh ja. Auf jeden Fall, das kann sich sehen lassen. Und der Vorspann ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Müsste jetzt auch langsam mal losgehen. Ist Sunflowers Production. Wunderbar. Haben auch einen Vulkanausbruch. Also ist endlich quasi endlich alles das zu bieten, diese Vorspann. Ich erinnere mich irgendwo an jenen Tag des Jahres 1701. Ich war ein junger Narr, betrat den Thronsaal mit nichts als kühnen Träumen und wildem Tatendrang. Ich kann mich auch so ein bisschen mit diesem grauhaarigen Mann identifizieren, weil der geht einfach zu Königin und sagt, ey, ich habe eine Idee, gib mir mal ein Schiff und ich besiege neue Länder. Das ist echt eine coole Idee gewesen. Hörte mir zu. Stell dir mal vor, du hättest in der Zeit gelebt und könntest das machen, was er da jetzt tut. Wer an mich glaubt. Ja, hast ein Schiff am Start. Das ist schon nicht schlecht. Oh, wie romantisch. Westwind, segelten mit den Delfinen. Das ist ja echt unterschiedlich, da kann man so ein Bild nicht zeichnen. Einige Leute setzen das gleich mit Skorbut, Pest, Hungersnot. Was meinst du? Piraten? Ach so, ja. Weißt du? Ja, er ist ja kein Pirat jetzt. Nee, aber wie romantisch das aussah, wie er da die Überfahrt. Ja. Ja, stimmt. Viele verschiedene Leute, gut und böse, können auf den Schiffen zu Hause sein. Viele Piraten gibt es natürlich ja auch im Spiel. Machten sich ans Werk, erschufen aus dem Nichts eine blühende Siedlung. Doch dann geschah es. Oh, nein! Oh, bam! Oh. Ja. Das ist übrigens so ein Feature, was ich bei Aufbauspielen hasse. Wenn du 500 Stunden an einer Siedlung gebaut hast und dann kommt so ein wilder Vulkanausbruch oder eine Feuersbrunst oder irgendwas und macht alles kaputt. Wobei, das habe ich damals bei SimCity, oder genauer gesagt SimCity 2000, genau anders gesehen. Da konnte man die manuell hervorrufen, diese Naturkatastrophen. Und man hat es im City eigentlich so den halben Tag gespielt, hatte irgendwann keinen Bock mehr. Und es war ja auch vorbei, weil die Karte voll war. Und dann musste so eine Naturkatastrophe her, um das Ganze nochmal grünend abzuschließen. Nö, kann ich mich nicht anschließen. Doch. Weil Speichern bringt's ja nicht, so eine Riesenkarte schon voll gebaut. Finde ich total schlimm. Die muss kaputt gemacht werden. Du hast da früher auch den Schneemann gebaut oder die Sandburg, um sie danach kaputt zu machen. Nee. Hast du sie stehen lassen, damit jemand anders sie kaputt macht oder was? Warst du mal in therapeutischer Behandlung? Das ist ganz normal. Das ist typisches humanoides Verhalten, die Zerstörungswut. Oder nicht? Können Sie eben die Frage beantworten? Vielleicht dennis@giga.de. Ihr könnt gerne mal in die Comments posten, wenn ihr einen Schneemann seht und seid gerade im circa 6-Klässler-Alter oder sowas in der Richtung. Drumherum, plus minus 4, 5 Jahre.
Habt ihr sie denn eher zerstört oder habt ihr sie leben gelassen, die Schneemänner und Sandburgen? Ey, ich kann dir meine Geschichte von der Schneeburg erzählen. Ich habe mal eine Schneeburg gebaut und das war so ein Iglu, ja? Und ich habe gerade Innenarbeiten gemacht, war im Iglu drin. Und dann kam ein verrückter Nachbar, Jan Marco, ja? Und hat Anlauf genommen und hat sich mit seinem, der hat 80 Kilo gewogen damals schon, hat sich volle Möhre auf dieses Iglu geschmissen, während ich da noch drin war. Ja. Hätte mich fast umgebracht. Ja. Ja, und ich will nicht sagen, was aus diesem Menschen geworden ist, aber er würde mir recht geben, wenn du seine Entwicklung kanntest. Ja, aber du schöpfst ja auch auf empirischen Fakten und genauso sehe ich das auch, denn es wird viel zerstört und ich hätte Bock. Vielleicht könnt ihr uns ja mal ein paar Schneemänner bauen und schicken, die wir dann hier zusammenkloppen können. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber vielleicht kriegst du von mir nachher auch noch ein bisschen Mitleid wegen diesem Iglu. Aber Lass uns mal reinschauen in Anno. Ja, ich meine, bei uns in der Fernsehlandschaft zerstört man Schneemänner ja eigentlich mit der Nase. Peu à peu. Verstehe ich jetzt nicht. Nicht? Bei uns? Ich versuche in der Werbung mich nochmal genauer an. Ja. Oder wenn ihr es wisst, schreibt mir eine E-Mail. Wir haben verschiedene Optionen. Wir haben sie schon mal in der Beta gezeigt von Anno. Und da war nur der Unterschied, beziehungsweise von der Demo, die ihr auch runterladen könnt. Den Link findet ihr im Artikel, dass man die Demo 90 Minuten spielen kann. Wir... Was guckst du so? Martin, kannst du mal bitte die Kameramänner bei der Arbeit filmen? Kannst du es mal bitte machen, Martin? Arbeiten. Nochmal zurück zur alten Pose, bitte. Hast du da hingemacht? Was war das denn für eine Stellung gerade? Ist dir so langweilig? Ja, eben sah er noch ganz anders aus. Naja, schade. Schade, wir brauchen dieses digitale Fernsehen, wo man selber die Kamera wählen kann. Ja, ja, ja. Okay, wir können zum einen, bei Anno, wir haben es vorhin kurz angeteased, keine Singleplayer-Kampagne wählen. Wir gehen mal auf einen Einzelspieler. Da gibt es nur das Einzelspiel, also das Endlosspiel zur Verfügung. Dann die Einführung, ist klar, das Tutorial, das habe ich nochmal erklärt, worum das Ganze geht, was wir machen müssen. Und dann gibt es die Szenarien und die Spielwiese. Die Spielwiese haken wir mal kurz ab, denn das ist quasi nur einfach ein Modus, in dem ihr alles machen könnt. Ihr platziert Gebäude da, wo ihr wollt und könnt euch einfach eine utopische Siedlung und Zivilisation da hochbauen, ohne irgendwie wirtschaftlichen Gedanken, dass ihr da auch auf was achten müsst, wie Geld oder Rohstoffe. War doch Endlosspiel. Ja, ich möchte vorher nochmal kurz die Szenarien zeigen, da werden wir später auch nochmal reingehen, die zu verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und da muss man natürlich dann ein Ziel erfüllen. Das Ziel kann man beim Endlosspiel, in das wir jetzt reingehen, aber selber auch noch festlegen. Ja, die einzelnen Optionen lassen wir doch einfach mal so, wie sie sind. Insel Schwierigkeit, Insel Welt, Kartenbeschaffenheit, Rohstoffvorkommen. Aufgedeckte Karte machen wir mal an, damit ich euch auch die ganze Karte zeigen kann. Ihr könnt hier eine Kartennummer eingeben, denn es ist äußerst interessant. Das schöpft so aus einem gewissen Faktenrepertoire dieses Spiel und generiert daraus eine Karte. Und wenn euch die gefallen hat, dann könnt ihr euch die Nummer merken, um die nochmal zu spielen. Ansonsten ist jede Karte aber anders, so ähnlich wie bei Worms. Genau, da werden die generiert. Computerspieler ist die nächste Option, das könnt ihr einstellen. Hier ob 2 oder 3. Machen wir mal, wie viele? 1, 2 oder 3? Letzte Chance. Vorbei, noch eins. 2. So noch eins geht. Okay. Und Randolph McCrane. Ja, und dann habe ich letztens nicht aufgepasst, als wir zusammen gespielt haben, gab es den Händler nämlich nicht. Das lag daran, weil ich dachte, das hier sind auch noch alles Computergegner irgendwie. Ja. Und der freie Händler ist da auch noch mit bei diesen Eingeborenen. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Hier kann ich auch noch einen zuschalten, aber ist okay. Startkapital 4, Baukosten, Rückerstattung, voller Preis, Piraten, normal, Händelaufträge, Ehrengäste, Feuerpest und Katastrophen. Da bin ich ja nicht für zu haben, ne? Haben wir ja gerade schon geklärt. Also das normalerweise auch aus, aber die Katastrophen müssen schon mal an sein. Ja, alles anmachen jetzt. Ja, ne? Zu Demonstrationszwecken. Ja, ich habe ja auch abgesehen davon, dass deine kümmerliche Siedlung, ja, ob die jetzt da von der Pest heimgesucht wird oder nicht, ist ja auch egal. Ja, du bist auch sehr zuversichtlich. Siegbedingungen. Lassen wir auch einfach mal alles, letzte Überlegung im Piratenpark, kann man alles feststellen. Hier ist jetzt quasi das Endlosspiel at its best. Ja. Und das können wir gerne mal starten. Bitte. Dauert eine kleine Weile. Anno braucht schon relativ viel Hardware, wenn man das so sagen kann. Du hast das auch an eigenen Leib erfahren. Du hast einen unglaublich leistungsstarken Computer zur Benutzung freigegeben bei dir. Ja. Und selbst dort scheint es etwas zu ruckeln. Und wir laufen jetzt hier gerade in mittleren Einstellungen auf unserem guten alten, ich glaube, 2,4 GHz PC mit einer X800 Radeon. Und das ist Mittelklasse und passt deswegen auch zu den mittleren Einstellungen. Für alle, die da ein bisschen... ja, optisch opulenter sich begnügen möchten bei diesem Spiel, muss schon ganz schön starke Hardware her. Vor allem, glaube ich, jetzt in dem Fall, wo wir die ganze Karte aufdecken. Das könnte auch noch ein Boomerang werden. Wie ein Boom, 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 Boomerang komm ich immer wieder bei dir an. Ich habe Angst, die Kameramänner sind heute sehr übermütig. Ja, wirklich, ne? Ja. Auch der Martin, der ist heute ganz ausgeflippt. Im Kopf. Der macht da, weil der Martin ist befördert worden zum Bildmischer. Ja, Tatsache. Ja.
Aber trotzdem, er macht das von seiner Kamera aus, weil, habt ihr euch mal gefragt, warum so eine Kamera so viele Knöpfe hat? Ja. Die braucht ja eigentlich nur draufhalten, aber er mischt an der Kamera gleichzeitig noch das Bild. Ne? Ja. Ja. Der ist aber auch Martin so. D. aus K. oder ich weiß gar nicht, wo er geboren ist. Nee, der ist aus Dieses Görlitz. Dieses Eiland soll euch als Ausgangspunkt für eure Eroberungen dienen. Ja, die Königin haben wir im Vorspann gesehen. Wünsche begleiten euch. Ja, das gute alte Kontor. Glauben, dass ihr bei euren gewagten Vorhaben scheitern werdet. Schauen wir uns ein bisschen die Umgebung an. Das Wasser gefällt mir auch. Das Wasser ist wunderschön, aber das spielt auch eine wichtige Rolle. Ja, Tatsache. Da normalerweise konnte man bei anderen Spielgeschichten das Wasser mal ein bisschen runterdrehen, weil das ziemlich viel Performance frisst. Aber hier sollte man vielleicht doch schon darauf achten, dass man das Wasser ziemlich hoch stellt, denn irgendwie wie in der echten Welt besteht das irgendwie zu, was weiß ich wie viel, 60-70% aus man Wasser. Man sieht sogar so eine Klimazone. Ja, Tatsache. Einteilung. Klimazone. Hier oben haben wir sozusagen... gemäßigt. Gemäßigtes Klima, genau. Nadelhölzer. Richtig. Und Beeren. Und wenn wir ein bisschen weiter südlich gehen... Mach ich mal hier ein fremdes mit Volk den oder Mitspieler Cursor-Tasten. Kommen wir doch dann etwas heißeres etwas Klima. Mediterraner. Ja, genau. Sind sogar mit Elefanten. Genau, das ist. Oh, so guck mal. Krass. Oh, das ist ja putzig. Die fressen sogar. Ja, da waren auch gerade Zebras. Zebra. Ja, ein wo Zebras sind, sind Gnus nicht weit. Eine alte Regel. Ich glaube aber, hier haben wir keine. Keine Gnus? Die sind alle in die Grube Gnus. Gefallen, da in die Gnu-Grube. Keine Gnus. Hier haben wir Palmen. Und Krebse! Krebse! Hier, Dr. Saltburgs, der ganze Strand ist voll. Und fliegende Fische. Ich dachte erst, das wäre in der Beta noch ein Fehler, dass die Fische hier oben sind. Ja. Aber nein, das haben sie so gelassen. Das ist das Symbol für die Fische. Habe ich mir später auch gedacht. Und noch weiter südlich, springen wir mal kurz hin. Sieht es dann wieder so aus. Ja. Aber macht nichts, hier wohnt sowieso gerade jemand anders, ein Eingeborener. Piraten, und das sind keine Eingeborenen, das sind Piraten. Ja, Tatsache, du hast recht, ich habe gar nicht hingeschaut. So. Wir Eingeborene haben wir zum Beispiel bestimmt, ja, wenn hier haben wir Eingeborene. Tetonka, Tetonka, ja, Tetonka, ja, du denkst bestimmt, dass ich jetzt an Tatanka, ja, den Wrestler. Ja, guter Mann. Ja. Der hatte diesen coolen Tanz. Wusstest du das noch, wenn er richtig viel Damage gekriegt hat im Ring und so Stunt war, ganz kurz? Ja, da war er richtig draufgegangen. Und das Geile ist, der war ja auch ganz lang unbesiegt, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ja, der hat den Rekord gebrochen an Unbesiegbarkeit. Der Rekord an Unbesiegbarkeit? Ich dachte, den hätte ich inne. Aber na gut. Beim Wrestling? Nein, generell. Bei unseren One-on-One-Matches und diversen Echtzeitstrategie-Spiel. Ah, Herr Richtarski. Yeah. Herr Richtarski. Yeah, nee, ich kriege übrigens regelmäßig Anfragen. Ich weiß nicht, du liest ja deine E-Mails nicht, aber Anfragen, wie das denn so steht in unseren Matches. Und ich muss dann ganz ehrlich antworten. Ja. Und was ist deine ehrliche Antwort? Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr sie wissen wollt. Dann hört ihr die Wahrheit. Weil ich Der großmäulige Herr Richtarski. Ach. Ich freue mich sehr, dich lang zu machen. Ja. Such dir was aus. Ja. Pro Evolution Soccer 6 ist jetzt eingetroffen. Ja, in der Redaktion. Okay. Da ist eine Möglichkeit. Ja, gut. Da bist du natürlich gar nicht schlecht. Aber schauen wir mal wieder zurück auf das Spiel. Nee, weicht doch nicht aus. Und zwar bauen wir als erstes hier dieses Dorfzentrum. Das macht unseren Anfang. Darum dreht sich das Ganze. Sollte man hier schön platzieren, dass das auch relativ viel im Einzugsgebiet hat. Dann bauen wir ein paar Straßen dahin, dass das auch nochmal alles schön verbunden ist. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und als erstes müssen wir natürlich auch mal ein paar Leute... Potscha Kotl bietet dir mal einen schönen Handelsvertrag an. Ich hasse als Inka, oder? Potscha Kotl, bestimmt Inka. Kein Bock drauf. So schnell was soll das denn? Mein Angebot nicht wiederholen. Nee, die hätten nämlich doch, nicht mit Gold und Rubinen. Hast du nicht letztens lief wieder von Dusk Till Dawn im Fernsehen und in der letzten Szene sieht man wieder noch so einen Inka-Tempel hinter diesem Haus. Seitdem traue ich Inka nicht mehr. Weil Inka sind eigentlich Vampire, das wusste nur noch keiner. Ich bin da momentan dran, das zu erklären, bin aber noch nicht so weit, dass ich da jetzt irgendwie finale Schlussfolgerungen irgendwie ziehen kann, um die zu veröffentlichen. Und deine Theorie ist, die du gerade mit Herrn von Däniken ausarbeitest, noch nicht ganz buchreif? Ja, also die Basis ist, Inka waren die wahren Vampire dazu mal. Ja, weil sonst kannst du Vampire ja auch nicht logisch erklären, aber es gibt sie ja, das wissen wir alle. Wir wachen ja alle morgens. Spiel doch mal weiter, wenn du diesen Müll erzählst jetzt. Kannst du ja währenddessen deine Theorien jetzt hier... Nee, das kann ich nicht, das geht nicht. Wie, Holz das geht nicht? Mehr? Das ist aber dein Job. Du musst doch reden können, während du spielst. Mach du das doch. Das ist doch dein Job. Ich spiele, du redest. Das macht doch gar keinen Sinn. Und wenn ich jetzt mal krank bin? Was ist denn sonst deine Daseinsberechtigung? Ich erzähle den Leuten, ich bringe sie auf den richtigen Kurs, damit sie dich richtig einschätzen können, weil du ja doch oftmals wirklich Schmuh erzählst. Ja. So, schau mal, wir haben die Basis errichtet, hier wird Holz hergestellt, was man natürlich braucht. Wir sehen hier oben, andere wichtige Geschichten sind auch noch Werkzeuge. Werkzeuge kann ich erst relativ spät
herstellen. Deswegen sage ich mal in meinem Konto hier dem Händler, dass er bitte mal das nächste Mal, wenn er kommt, mir meinen Werkzeugbestand wieder so auf circa, sagen wir mal, doch, nehmen wir mal 40 Werkzeuge aufstocken. Wieso denn? Wieso nicht 46? Warum 40? Das ist das Maximum. Das ist die magische Zahl? Das ist die magische Zahl hier, weil mein Lager nur 40 Werkzeuge fasst. Ja, mehr Platz ist da nicht. Ja, ist so. Ne? Und deinen kleinen, mickrigen Holzverschlag. Ja, das ist durchaus ein bisschen mickrig. Ja. Damit fangen wir an. Aber wir können ja später noch ein paar mehr Gebilde. Guck mal, ich habe auch Möwen hier. Ja, kommen wir übrigens nochmal so ein bisschen. Guck mal, Armin Shahir. Armin Shahir. Ja. Auch hier gilt es natürlich, lieber Dennis, das wolltest du ja sagen, dass man die produzierenden Gebäude ein bisschen abseits von den bewohnten Häusern setzt. Ja, ich habe noch gar keine Wohnhäuser gebaut, das können wir ja gerne machen. Das ist ganz wichtig. Und zwar muss ich hier aber jetzt schon mal nachdenken. Wie bei jedem anderen Aufbauspiel ist es ja so, dass man zum einen Wohnhäuser baut und dann Gebäude, die Bedürfnisse erfüllen, die mit wachsendem gesellschaftlichen Stand auch mitwachsen. Ja. Und wenn man dann da mittendrin irgendwelche Holzfällerhütten oder irgendwelche Plantagen hat, ist es blöd, weil die haben nämlich nur einen bestimmten Einzugsbereich, diese Kirchen zum Beispiel oder Badehäuser. Später noch, momentan bei der Entwicklungsstufe, die wir es nicht haben, können wir es noch nicht demonstrieren. Ja. Sagen wir aber gleich, du hast vollkommen recht, man muss schon am Anfang relativ viel planen und quasi Stadtbau studiert haben hier für dieses Spiel. Absolut, quasi. Denn, wie du schon sagtest, alle Gebäude haben dann Einzugsgebiete. Und um aufzusteigen, das ist ja das Ziel allgemein von den Siedlern. Von Anno 1701 ist es ja, seine dämlichen Pioniere irgendwie weiterzubilden auf Siedler und von Siedlern zu Bürgern und dann irgendwie noch weiter zu Patriziern und dann zu Königen oder was auch immer. Es gibt fünf verschiedene Stufen und das ist so quasi diese Hauptbasis des Spiels. Da sind wir jetzt gerade an der ersten Stufe angelangt und machen uns mal auf, jetzt hier in der Zeit, die mir gleich verbleibt, in der Pause, das Ganze ein bisschen auszubauen. Und dann zeige ich euch, wie das aussieht, wenn man ein bisschen weiter wird. Juhu! Gleich geht's also weiter mit Anno Siedler 101. Anno Siedler 101. Und jetzt gibt's ein bisschen Werbung, freut euch drauf. Ein echter Augenschmaus, gleich sind wir zurück. Juhu! Was war das? Viele Menschen reiben sich verwundert die Augen, denn Marco Barkic hat es tatsächlich geschafft, ein Take mit Rekordlänge von über 8 Minuten ungestorben zu überstehen. Das kann natürlich an seiner erbärmlichen Spielweise liegen, die sich von Baum zu Baum hechtend in einem dunklen Gebiet dahin zieht. Minuten heißt ja nicht, dass es weniger als 9 sind oder mehr als 8 vielleicht. Kann ja auch 10 oder 12 oder so gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, gefühlt waren es ungefähr eine Stunde. Ja. Nee, es waren 16 Minuten. Ja, aber komm. Also du hast ja auch handfeste Unterstützung von deinen Soldatenkollegen. Ja, Kanonenfutter. Kanonenfutter. Schönes Spiel übrigens, kennst du das noch? Kanonenfutter? Kennenfutter. Ja, kenn ich noch. Ja, klar. Sehr lustig. Ist, glaube ich, eines der ersten Spiele gewesen, die initiiert wurden, ne?
in Deutschland. Ja, aber direkt nach Sagerland. Sagerland, das Spiel, was es von Ravensburger nur auf Brettern gab. Ja, weil es so brutal war, dass es zurück auf Bretter konvertiert wurde. Immer wenn man wurde. Die Hütchen nehmen musste und drunter geguckt hat, der Ring. Dann ist man meistens ausgerastet und hat einen ja, Hau rein. Genau, so, ne, immer so und dann so, ja. Hm? Hast du auch gemacht? Ja, ja. Die ganzen Kinder, die dann immer mit Pflaster auf der Brille rumgelaufen sind, die waren alle bei mir zu Besuch. Ja. Haben Sagerland mit mir gespielt. Mit dem gewagt zu gewinnen. Besser. Ja, nee, das so, war anders. Wir sind immer noch bei, wie heißt das Spiel? Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Weiter? Teil 2. Teil 2, ja. Ich bin jetzt Soldat. Delta Force Black Hawk Down. Team Saber. Team Rider. Saber Rider. Und mit meinem Team bin ich gerade auf dem Weg. Die kolumbianischen, du kannst den Controller in der Hand. Was ist cool. Denn? Was war das denn? Das ist ja praktisch. Nee, das war, glaube ich, oben die Regie. Das glaube ich auch. Die Regie macht immer Schabernack, ne? Während Nils nämlich an den Controller rumgespielt hat, hat die Regie ein wenig am Monitor rumgespielt. Ich spiele jetzt an meinem Controller weiter rum. Ja. Denn ich bin dabei, den Flugplatz. Immer noch Nacht. Immer noch Nacht. Das gleiche Bild. Genau. Und ich schlag. Ich kann mal gucken, was ich machen muss. Zerstören die Schnellboote für den Drogenschmuggel. Ui, wo sind denn da Schnellboote? Habe ich was übersehen? Gibt es denn irgendetwas an diesem Spiel, was es positiv unterscheidbar macht von anderen Spielen dieses Genres? Dieses Genres? Ah, boah, ich finde First-Person-Shooter für die Konsole, das ist immer so ganz, ganz grenzwertig. Ich finde, es ist immer sehr bedingt spielbar. Und das nicht nur bei dem Spiel hier, sondern auch bei vielen, vielen anderen First-Person-Shootern. Ja. Warte mal, ich muss hier was in die Luft jagen. Diese Drogenschiffe, aber ich überlege gerade, was das von anderen irgendwie abhebt. Ja, also ich sehe da jetzt momentan, das sieht einfach nur aus wie ein ganz gewöhnlicher Shooter irgendwie. Ich sehe da noch gar keinen Kaufgrund jetzt für mich. Da ist, Ja. Ich könnte jetzt ganz viele Vokale aneinander rein. Mach doch bitte. Würde ich das irgendwie freudig stimmen? Weißt du, wo mein Fehler war? Ist mir doch egal, Hauptsache du kriegst einen Strich. Ja, ich habe gedacht, du könntest wenigstens Interesse vorheucheln. Ich habe nämlich gerade da eine Bombe gelegt, hatte den Zünder in der Hand und ich habe gedacht, es wäre das Messer. Ich habe das gesehen, dass das so war. Ja? Deswegen habe ich mich gefragt, was du da machst. Warum hast du das gesagt? Ja, weil ich will, dass du stirbst. Dann mach einen Strich. Ja, ich habe schon einen gemacht. Also, ich zeige nochmal ganz symbolisch, der gute Martin, der engagiert ist, Kameramann der Welt, der zeigt hier noch diesen schönen Strich. Das ist ein Kreidegrabschein. Wie der Strich aussieht, da ist er. So sieht der Strich aus. Ich habe die ganze Zeit schon gefragt, wann einen Witz lustigen kommt, ne? Hurenwitz machst. Ja. Kennst der du war eigentlich aber den, nicht so gut. Kennst du eigentlich den Witz mit dem Zuhälter? Ja, mit dem Sarg. Ja. Schlecht. Der ist immer gut. Aber ja, komm, sag nein, den erzähl ich jetzt nicht. Doch, nein, komm, nein, los, Marco, komm. Wuhu! Das komm. Fips Asmus. Fips Asmus, ein Paradegag. Den kann ich doch nicht einfach so jedes Mal hier sagen. Nicht. Fips Asmus. Kennst du Fips? Ja, musst du eigentlich kennen. Der kommt auch aus dem Norden. Siehst ihm auch ein wenig ähnlich. Ja, der Fips. Wieso kennt man den im hässlichen Duisburg? Wunderschönen Duisburg? Weil ich habe mal gehört, dass Fernsehen dumme Menschen dummer macht und intelligenten Menschen wie mich noch intelligenter. Und deshalb gucke ich ab und zu NDR. Tatsächlich? Auch manchmal, das wenn dieser, ja dicke, Typ, dieser dicke Typ, der immer Bingo spielt bei euch. Das ist ein ganz feister Kerl. Der dicke Typ, der Bingo spielt. Der hat immer so ein ganz, so ein Fleece-Pulli, nenne ich. Also, es sieht aus wie die Hälfte eines alten zigeunischen Zirkuszeltes, was er anhat. Ja. Aus Fleece, ganz dick, Teleobjektiv, voll aufgezogen und der hat immer noch ungefähr 2/3 des Monitors eingenommen. Und dann zieht er ab und zu so Bingo und sagt, die 13. Die 13. Du machst hier gerade einen bayerischen Akzent. Ja, der hat halt, ich kann halt nicht so eine tiefe Stimme nach. Das ist, stell dir vor, du hast ein Kilo Quark im Mund, so redet er. Auf NDR? NDR. Nördlich ja, seit ich jetzt hier bin, habe ich nicht mehr so viel NDR geguckt. Ach so. Also manchmal aus Heimweh habe ich es eingeschaltet, da lief dann aber meist nur Leuchte des Nordens. Ja, Strich. Ja, Strich. Die Strichparade, meine Damen und Herren. Ich darf nicht labern mit dir, wenn ich das mache. Ey, das ist doch genau wie der Richtarski. Das ist doch dein Job. Nein, pass auf, ich darf das nicht angucken. So rum ist es. Ja. Ich darf, wenn ich spiele, auf den Monitor. So, Martin, komm. Wir wollen feierlich zelebrieren, dass Tabagic einen zweiten Strich ist bereit. Jetzt. Ta 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 ta
Toll. Oh nein! Ja, und gleich der nächste. Oh, Kacke. Three in a row. Hattrick. Jawohl. So. Es geht munter weiter. Ich bin da gerade dreimal an dieser Stelle ohne Probleme vorbeigekommen. Ja, ja, ist klar. Jetzt geht's los. Vor allen Dingen, wenn du beim ersten Mal vorbeigekommen bist, warum solltest du dann noch zweimal vorbeigehen? Weil das der Kontrollpunkt ist. Das macht ja gar keinen Sinn, was doch, du da wieder erzählst. Kontrollpunkt, mein lieber Freund. Das ist ein großer Quatsch. Ja, sicherlich. Da bist du gleich wieder tot. Nein, ich hab den... Ja, mal. Nicht mal zur Hälfte ist dein Lebensbike noch gefüllt. Glücklicherweise in den Kopf geschossen. Guck mal, der schießt auf mich. Finde ich nicht so lustig. Oh, jetzt noch ein Drittel. Oh, gleich bist du wieder. Sollen wir mal irgendwie sagen, dass du ab 5 irgendeine Strafe zu ertragen hast? Was denn? Ja, schlag was vor. Dennis, fällt dir was ein? Eine Strafe für den Bargeld? Ist das nicht schon Strafe genug, mit euch hier in einem Raum zu sein für mich? Nö. Nein, echt nicht? Nö. Weiß ich nicht. Mir fällt da nichts ein. Es gibt viele Menschen, die gerne mit dir tauschen würden wollen. Ich bin ziemlich unkreativ, wenn es darum geht, mich selber zu quälen. Wieso habe ich denn noch 12... Ja, sag doch mal jetzt. Denk dir doch mal was aus. Ja. Als Strafe... Ja? Muss ich... darf ich nicht bis zum Ende der Sendung. Ist okay? Nee, das gefällt mir nicht. Oh, nee, ich habe keine Munition mehr. Was ist das für ein Kack hier? So. Wer schießt denn hier die ganze... Ach, der Typ, der Gringo da in dem Auto. Der ist ein feister Kerl. Ja, ein feister Kerl. So, der hat eigentlich der HSV gespielt. Der HSV? Mhm. Spielt der oder verliert der? Ja, der, also zuletzt, als ich mich informierte, stand es 2-1. Für die Bösen. Den anderen? Für den anderen. Wer ist denn der andere? Porto. Porto? Wie diese Türenmarke. Wer? Wie die Türenfirma. Porta. Mhm. Porto? Porto. Porta. So, ich brauche Medizin. Ich habe Medizin bestellt. Ich will nicht nochmal hier drauf gehen. Ja. Ha! 3-1 verloren, höre ich gerade. Der HSV. Das ist ja bitter. Das ist ja ganz bitter für den deutschen Fußball. Ganz lecker. Und bitter. Feinde oder Freunde im Südosten, hat er jetzt gesagt. Habe ich jetzt nicht gehört. Egal, ich schieß mal prophylaktisch drauf. Ja, wahrscheinlich, das würde ja Sinn machen, wenn man dem Plot des Spiels folgt, dass es Freunde sind. Die lauern ja überall auf dich. Es gibt die abstrusesten Freundschaften. Das glaubst du gar nicht. Ja, man nennt das Stockholm-Syndrom. Ja, weil der Stock da meistens drin ist. Wegen des Stocks von Herrn Holm. So, wollen wir mal an. Zerstören Sie Schnellboot für die Drogenschmuggel. Kein Problem, das ist meine Spezialität. Da sind die Schiffe am Ufer des Meeres. Soll ich mal probieren, dass die Lampe hier auszumachen? Bitte? Das ist bestimmt ein bisschen dunkler, ne? Du bist drauf. Geht nicht. Das ist nicht möglich. Was ist das da? Ist das ein Hochhaus? Das ist hier ein Turm. Ah. Da kannst du auch hochgehen. Oh, gute Idee. Danke für den Tipp. Bitte, das ist Munition. Da gehe ich nämlich hoch. Da oben gibt es nämlich ein bisschen Munition für mich. Der Turmbau... Von Babel. Von Babel. Von und zu Babel. Der Turm von Bargitsch. Ja. Okay, hier kann ich auch dran. Na komm. Nein, er soll hier... Ändert sich das irgendwann nochmal oder bleibt das immer so eintönig? Hm. Weil, ist es derselbe oder der gleiche Turm? Wie derselbe oder der gleiche? Ja, ist es der Turm, auf dem du vorhin schon mal warst, oder ist es nur ein Turm, der so aussieht, wie der, auf dem du vorhin schon mal warst? Eigentlich immer die gleichen Türme. Also, ein paar Stöcker und oben halt eine Plattform. Ja. Stock. Türme halt. Ganz normale Türme. Wie das man beantwortet meine Frage nicht so wirklich. Bist du an demselben Ort? Dann stelle sie ihn ein wenig präziser. Da! Nein, das ist mein Tex-Mex, das ist ein Freund von mir. Ist was da? Idee. So, was wolltest du für eine Frage stellen oder hast du sie noch nicht formuliert? Ja, es ist mir jetzt auch zu anstrengend. Komm, sag doch mal was. Nein, ich wollte nur wissen, ob du in demselben Gebiet bist und das derselbe Turm ist oder ob das einfach alles gleich aussieht. Beides. Es ist dasselbe Gebiet, aber die Türme und so, die sehen überall gleich aus. Ach so. Siehst du, beides. So, und das ist mir, Herr Abramowitsch, ist zu Gast. So, dem jagen wir erstmal hier alles in Luft. Guck mal, jetzt wechselt er die Waffe nämlich nicht, macht erst jetzt. Bums. So, nochmal Waffe wechseln. Und dass der Blödmann da nicht mehr steht, tut er nicht. Dann zum anderen Boot. Kaspar, dem geht's nicht so gut. Ich glaube, dem spendiere ich mal ein wenig Hilfe. Ja, Zivilisten, ich weiß. Du musst jetzt einfach alle Yachten in die Luft jagen. Ja, das sind Schnellboote, die man für den Drogenschmuggel benutzt. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen und sprengen die in die Luft. Sieht so aus. Leichte Verzögerung. Auftrag erfüllt! Und jetzt? Zarfendorf haben wir doch schon gesichert, oder? Ah, okay, ich weiß. Da versteckt sich normalerweise ein Kumpel irgendwo in der Ecke. Und den jagen wir jetzt mal
aus. Der ist wahrscheinlich da rechts auf diesem Aussichtsturm. Ah, nee. Erstmal zielen und dann schießen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo hat sich hier noch ein Kumpane im Wald versteckt. Ja, zeigt nicht der Pfeil das an? Das ist mal die Richtung, die Missionsrichtung, wo ich hingehe. Aber ich gehe mal einfach. Musst du denn alle umbringen, um damit also, die Mission weitergeht? Zwei oder drei kannst du auch zum Kaffee überreden und wenn die ja sagen, dann gut. Also. Dann ist gut. Ja, wo haben die, auf wen haben die jetzt geschossen? Ja, wahrscheinlich auf den Gegner. Ja, dann sollen sie ihn platt machen. Das ist wahrscheinlich nur noch einer, der mich hier am Weitergehen hindert. Ja, willst du auch immer irgendwas selber machen? Ich meine, nö. Du sagst gerade dem Sanitäter, er soll deinen Teamkollegen heilen. Ja, klar. Und so. Das Spiel findet total unnötig statt. Nee, ich habe die Boote doch gesprengt. Ja, das hast du gut gemacht. Außerdem suche ich jetzt diesen. Ey, das ist. Das kommt übrigens hier öfters in dem Spiel. Was ist denn das für ein gelber Punkt da? Das ist. Geh doch da mal hin. Ja, das ist das Sammelpunkt. Das ist hier. Da kann ich jetzt hingehen. Pass auf, ist super. Ja. Da. Ah. Wieso kommt der jetzt angerannt, der Glückmann? Ja. Wo ist er? Da. So, mitten ins Schwarze. Herzlichen Glückwunsch. Auftrag erfüllt. Wir kriegen jetzt einen nächsten Auftrag. Und zwar müssen wir die Boote reparieren. Ja, die wir gerade kaputt gemacht haben. Schadensersatzforderungen treiben uns in den Ruin. Deshalb. Ah, eine Cutscene. Ja, hat viel mit Katzen zu tun. Deshalb auch im Englischen. Ja, Cutscene. Aber ich finde, das ist eine ziemliche Cutscene. Ja, tatsächlich. Ja, ist das so. So. Da renn ich mal kurz zum Hubschrauber. Mach das. Hallo. Einmal bitte Köln-Deutz. Kein Problem. 2,50 €. Ungefähr kostet. Richtwert, ne? Kann natürlich sein, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Kann man ja Pauschalpreis machen. Ja. Wie bei vielen Taxis. Übrigens war ich neulich in Frankreich, falls du das nicht weißt. Ja. Und wollte dort oder hätte für eine Taxifahrt von sage und schreibe weniger als 3 Kilometer 95 € zahlen müssen. Hammer, ne? Es gibt in Paris keine Taxis, da gibt es so Privatunternehmen, die nehmen Pauschalpreise. Und dann kostet egal wohin 95 €. Ja, dann hättest du doch noch irgendwo nach Lissabon fahren können. Nee, es muss halt innerhalb von 40 Kilometer liegen. Egal, ja, 95 €. Dann wäre ich ja 20 Kilometer in die eine Richtung und dann 17 zurück in die andere. Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich auch wahrscheinlich überall an jeder Toilette angehalten, aber ich hatte es echt eilig. So, guck mal hier auf den Screen. Nee, machen wir nicht. Ganz kurz, Treffsicherheit, super schlecht, Loyalität, super schlecht, Eifer, richtig gut, Zuverlässigkeit, auch gut, Mittel. Einfallsreichtum, entspricht deinem, allgemeine Fähigkeiten, ja, du bist so ein bisschen unterm gesamtdeutschen Durchschnitt, das ist normal. Bei mir sind alle Chromosome noch da, zumindest glaube ich, ich weiß nicht ganz genau, und deshalb 65%. 65, ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das reicht, um bei Giga Games arbeiten zu dürfen als Konsolenmensch. Kreide bleibt hier, für alle Fälle. Ich komme zu euch. Nein, Schatz, ich komme später nochmal zurück. So, setzen wir uns hin, voller Trauer. Der HSV hat verloren. Wieso ist das schon wieder passiert? Ich habe keine Erklärung dafür. Ich bin erzürnt und möchte meinem Wut Ausdruck verleihen, indem ich ein bisschen Werbung für euch habe. Schaut einmal rein. Ein großer Spaß für Jung und Alt. Schafft euch eure eigene Welt. Bis gleich. We got a lot of things to do up in here today. We got a lot of things to do up in here today. We got a lot of things to do, 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 lot of things to do up in here today. We gotta take our minds back, kick off the blinders and realize we've been inside of a matrix so dark and find that this beat of wars every rock to act as vines and women's inner cores. I see this just in a thighs and hip hop legends are reduced to selling Sprite and things have gotten so darn weird. Who knows what's right? I feel for the children of Africa, Cambodia, how they living. A descendant of Abraham says hello to ya. We move so far from the real in our utopia, chilling in the gut, staring at the butts of most of ya. We're like puppets being pulled by some G string. These things are what defines generation bling bling. I sing sing, but the people love to sing sing. We the true blue crew, you knew you could cling to. We bring true, bring crews to lean crews. I'm round one, what up is round two. We got a lot of things to do up in here today. We got a lot of things to do up in here today. We got a lot of things to do, lot of things to do, lot of things to do, lot of things to do.
dismiss. Regardless, if you don't need or want this, bump this. The dirty south is flooded with rappers that couldn't cut it. If you ain't serious about this game, then you need to shut it. Try religion, become a Christian. Ain't nothing free, you can ask Hammer or TLC. Woo! This industry is shady, supporting me and my lady. Don't even start it if you ain't devoted and wholehearted. If it's a one hit or quit a nigga, will you consider a piece of deliver? Then put your dreams up under the river. Yo, if you like it, you would never last. You gotta love it, nothing above it. I never end in hunger for cash. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Giga Games Night beginnt. Die kommenden 60 Minuten werden äußerst brutal und nervenaufreibend, denn sie dem nicht gewachsen sind. Schalten Sie bitte um auf Arte. Kommen wir zu den Themen, die euch erwarten in dem, was jetzt folgt. Fangen wir an im PC-Bereich. Dennis Richtarski siedelt fleißig umher mit Anno 1701. Genau, Anno 1701, schwer zu merken, nach den anderen Teilen. Absolut. Verwirrenden Zahlen als Bezeichnungen, aber wir merken uns das Ganze. Wir sind im Jahre 1701 und siedeln uns quasi, wie bei einem ähnlichen Spiel, durch die Gegend, um sehr viel schöne Landstriche für uns zu erschließen. Das macht relativ viel Spaß, obwohl es sich langweilig anhört. Warum das so ist, das beweisen wir gleich hier im PC-Bereich. Ja, und ich bin froh, im Forum Gleichgesinnte getroffen zu haben. Axon schreibt: Katastrophen in Anno, ich kann Nils nur recht geben, vielen Dank. Anno ist ein Spiel, wo das Ziel, der Aufbau und das Managen der Stadt ist. Mich würde es total anpissen, wenn mit einmal die Insel explodiert und alles weg ist. Das passt einfach nicht und nimmt Anno diesen Aspekt der Gemütlichkeit. Da hilft auch kein Sky Dumont. Ja, vielen Dank, liebe Axon, da sind wir uns absolut einig. Eigentlich bin ich mir selten mit Marco Bargic, aber wir sind uns einig, dass er nochmal drankommen darf, um seine sagenumwobenen, abwechslungsreichen Missionen in einem Spiel mit vielen Titeln endlich mal zum Ende zu bringen. Spiel, das leider keinen Totenkopf in sich behält. Dafür sind das einfach nur die Totenköpfe meiner Gegner, die ich gerade platt gemacht habe. Ja. Delta Black Force Team Down Saber, so heißt es, glaube ich. Oder ob es Hawk Down Black Saber Team Rider heißt, weiß ich nicht so genau. Das werden wir gleich in der zweiten Stunde von Giga Games feststellen. Endlich. Und ich werde noch ein paar News vorlesen. Und zwar die aktuellen News aus dem Giga Games Ablauf. Ja, es gibt aktuelle News aus dem Giga Games Forum. Nämlich deine Freunde aus dem Konsumbereich haben reichlich Vorschläge eingereicht, was denn mit dir passieren muss, lieber Marco, wenn du mehr als fünfmal stirbst. Verbrechermütze schlägt vor, Bestrafung für 5 Tote. Wenn Marco 5-mal das Zeitliche segnet, muss er sich ein Autogramm von Tokyo Hotel auf seine Brust geben lassen. Bei 10-mal und mehr muss er sich das tätowieren lassen. Ja, anderer Vorschlag von Noctivagus: Wie wäre es mit was Realistischem, was er aber hasst? Wenn ich mich recht entsinne, hat Marco einen dicken Hass auf Kontaktlinsen, weil die ihm immer rausfallen. Du hast heute welche drin? Ja. Toll, dein Vorschlag wäre, du sollst eine Sendung mit Kontaktlinsen. Oh, ist das eine Strafe? Dann habe ich da jetzt schon eine hinter mir. Ja, das können wir nicht gelten lassen. Denkt euch was Fieses aus. Ich denke da zum Beispiel daran, eine Kolonie pestkranker Kühe aufzusuchen, den Eiter von ihnen in großen hölzernen Eimern aufzufangen und Marco Bargic ein Bad in krustigem Eiter absolvieren zu lassen. Das wäre mal eine Möglichkeit, die mir gefiele. Haha! Der Running Gag. Ja, sehr gut. Running. Sehr gut, hast du eigenhändig alles sauber gemacht, ne? Ja, das habe ich eigenhändig mit den Klamotten, die du dein eigen. Ja, aha. Wir verstehen ihn nicht, aber er hatte noch nie was Wichtiges zu sagen. Von daher können wir uns den Rest denken. Man kann es ja später noch nachbetonen für die Leute, die es aufgenommen haben. Aber auch kein Problem. Übrigens hatten wir vor kurzem noch einen Ork stehen. Ja. Also nicht verwechseln. Das ist jetzt Marco. Der Ork ist weg. Aber weißt du, wo der Ork steht? Ja, auf Klo. Auf Klo. Und wisst ihr, wo das Klo ist? Hier ganz quasi um die Ecke. Ich kann es dir mal verraten. Es gibt da vorne eine Tür. Die Leute, die das Studio kennen. Dahinter, viele fragen sich, was ist da? Das ist das Klo. Und das ist momentan ein Ork. Und natürlich ist das Licht immer aus. Ja. Und du kommst rein und, ne? Leute. Und entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe. Ihr habt so ein Glück, dass wir heute alle da sind. Man erschreckt sich zu Tode, wenn man reingeht, Lichter macht und das flasht dir so auf, diese Halogen-Dinger. Und bam, 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 ist da dieser Ork vor dir. Direkt so auf diese Entfernung. Und du wolltest eigentlich nur pinkeln gehen. Ja.
Habe ich mir anders vorgestellt. Und dann geht man gleich pubern. Ja, genau. Geht man direkt pubern und ist auch sofort fertig. Das beschleunigt diese ganze Sache. Aber was anderes. Ich bin im Forum und wir haben tatsächlich eine kleine Lawine sozusagen hier ins Rollen gebracht. Es gibt ca. 85 Threads zum Thema Schneemänner. Ja. Und eins haben wir gar nicht drauf, gar nicht angesprochen. Das Draufpinkeln auf die Schneemänner im Schnee. Denn der gute Eggweg-Shooter, er hat ihm eine gelbe Nase gepinkelt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir wissen, sind Schneemänner äußerst anfällig gegenüber der Massenvernichtungswaffe Urin, die frisch ihm verabreicht wird. Das halten die nicht so aus. Und viele Leute, habe ich gesehen hier, kicken den Leuten auch einfach den Kopf weg. Aber da gibt es wieder Countermeasures, also Gegenmaßnahmen, dass bei Schneemännern, die gebaut wurden gerade, der Erbauer etwas Wasser um den rum verteilt. Das gefriert dann und die Leute, die ihm den Kopf abkicken wollen, brechen sich dann prompt das Bein. Was ich lustig fände, ist, wenn man mit seinem Nachbarsfreund Schneemänner baut und dann aber versucht, den eigenen Schneemann zu schützen durch Verteidigungsmaßnahmen, wie zum Beispiel ein warmes Wasser davor kippen, sodass ein Eisfläche entsteht, der man ausrutscht. Oder zum Beispiel vielleicht den Topf, einen Stahltopf von Mutter aus der Küche klaut. Auf den und Kopf. Um diesen Stahltopf herum eine dünne Schneedecke baut, so dass wenn er den Kopf wegkickt, er sich den Fuß bricht. So, weißt du, oder elektrischen Strom in den Schneemann leiten. Irgend sowas. Ach so, ja, elektrischer Strom ist ganz cool. Und dann gucken, wer überlebt und so. Ja, man könnte ja auch einen Schneemann zu einem Golem umformen. Dazu muss man ja, wenn man dem jüdischen sagen glauben mag, nur eine verzauberte Schriftrolle in den Mund legen. Und dann sollte der ja auch aufstehen. Und dann hat man Schneemann-Golem. Habe ich mal nicht ausprobiert. Ja. Sollte man unbedingt mal tun. Tolle Ideen. Ja. Aus Schnee. Viele Sachen, die noch nicht ausprobiert wurden und die garantiert klappen, nur keiner traut sich. Ja. So, okay, lassen wir das. Gehen wir aus den Comments raus. Ihr könnt natürlich gerne noch fleißig posten, aber ihr müsst nicht für jede Sache zum Thema Schneemann einen neuen Thread aufmachen. Wieso das denn nicht? Ja, sicher, aber Schneemann und Schneemänner zum Thema Schneemänner. Schneemänner und Sandbögen. Schneemänner. Ja, guck mal auf die Uhr. Schneemann töten. 22, alles um 35 nach. Ja, sehr seltsam. Sehr seltsam. Können die gar nicht. Nein, aber wir loben euch natürlich dafür. Macht weiter so. Ich werde in der Zwischenzeit mal Anno weiter starten. Bitte? Ist bei der gleichen Siedlung geblieben und ihr kennt sie wieder, wenn ihr aufgepasst habt. Hier war der Anfangsbereich mit meiner Fischerhütte und meinen beiden Holzlieferanten. Hier der Hauptdorfzentrum. Und das sind diese Pioniergebäude. Und wenn ihr genau hinschaut, ich gehe mal ein bisschen dichter dran, haben sich einige Häuser hier schon ein bisschen verändert und verändern sich jetzt auch just gerade. Von diesem Fachwerk, also Fachwerk wird es erst noch. Strohdach. Von Strohdachhütten. Hin zu solchen schönen Fachwerkhäusern aus Stein. Das sind ja die Siedlerhäuser und das habe ich dadurch erreicht, das kann man sehen, wenn man auf diese Häuser klickt, indem ich verschiedene Bedürfnisse natürlich gestillt habe. Unter anderem hier haben wir die Webstoffe, ein bisschen Glaube, dann Gemeinschaft und Essen. Das gibt's alles bei mir. Gemeinschaft ist sozusagen hier dieses Dorfzentrum, in dem Einzugsradius, den wir hier sehen, sind sie alle glücklich. Und die Kirche habe ich hier gebaut. Und du siehst gleich, die muss in der Mitte platziert werden, deswegen habe ich hier Platz gelassen. Da muss man schon vorher ein bisschen Bescheid wissen, wie man die Siedler die Siedlung in Zukunft auch ausbauen möchte. Und deswegen sind die auch alle hier schön im Radius, da kommt später noch eine Schule zu. Schauen wir mal, was wollen denn die Siedler zum Aufsteigen? Die eben genannte Schule brauchen sie und sie brauchen Tabak. Ja. Die rauchen tierisch gerne und da kommen wir vor ein Problem, das hier in diesem Falle gar keins ist. Wir können nämlich sogar Tabak anbauen hier auf der Insel. Das ist da super. Normalerweise muss man da mal eine andere Insel suchen. Das ist nämlich dann genau der Punkt, dass man maximal 3 Rohstoffe pro Insel hat und man im Verlauf des Spiels in jedem Fall gezwungen ist zu expandieren, sprich neue Inseln zu erobern. Und dann sollte man sich tunlichst welche raussuchen, die eben die anderen Rohstoffe beherbergen. Ganz genau. Hier haben wir zum Beispiel gerade einen Rohstoff, der passt nicht ganz in dieses Wasser. Guck mal hier, Agatha von Thielen. Gegen einen Tribut von 500 Goldmünzen ist Agatha von Thielen bereit, mit ihnen einen Handelsfall. Nie im Leben machen wir das. Nee, Tribute stehe auf total nicht drauf. Beiden so gut tun. Keine Lust, auf keinen Fall. Zack, und da haben wir auch Werkzeuge gekauft, damit das hier auch immer auf schönem Level ist, denn die produzieren wir noch nicht. Nachdem der da gewesen ist und dein Kontor eh voll ist, kannst du jetzt mal aufs Kontor zum Beispiel gehen. Ja, Sekunde, warte, ich wollte gerade zeigen, wie hier meine Dings abgeholt werden. Ah ja. Zack. Tadada. Man kann auch zuschauen, das ist ja auch bekannt für diese Wuselspiele aus deutschen Landen, dass man da sehr viel zu gucken hat. Was wolltest du gerade machen? Ja, ich wollte nur sagen, da jetzt gerade der Händler da war und deine Nahrung, dein Holz und dein Werkzeugkontor überquillt, kannst du jetzt auf Ziegelsteine umstellen. Ja. Weil davon hast du nämlich keine. Ganz genau. Da haben wir nämlich so eine Art Lehmgrube, da kommt als erstes denn das Lehmgrubenhaus rauf und dahinter die Ziegelei, der backt aus Lehmziegel.
Ja. Muss alles schön an die Straßen angebunden werden. Und da erhöht hier sich links oben, seht ihr ja ganz klar, der Rohstoff. Jetzt schon 8 Ziegel, da können wir einiges mit anfangen. Das, ich glaube, die Gleichung ist immer die, quasi 2 Produktionsgebäude für ein weiterverarbeitendes Gebäude. Sprich zum Beispiel 2 Schweinefarmen und ein Schlachter. Nicht ganz. Später zum Beispiel, wenn wir das Bürgerlevel erreicht haben, dann gibt's zum Beispiel mit Getreide, müssen wir erst mühlen und dann backen. Also es sind dann schon eine Dreierreihe. Und schauen wir doch mal. Wir haben jetzt alles gebaut hier aus dem Pionierbereich. Die Siedler sind neu, dafür haben wir hier einen neuen Reiter und können jetzt hier mal eine ganze Menge neue Sachen bauen. Das sind hauptsächlich Sachen, die Rohstoffe weiterverarbeiten, wie zum Beispiel hier als Eisen. Hier können wir Alkohol herstellen, hier Rum und hier Tabak. Wir brauchen Tabak, deswegen bauen wir doch direkt mal, nachdem wir hier schon das Ziegelgelöt gebaut haben, eine Tabakplantage. Das funktioniert hier auf unserem Eiland, deswegen... Bauen wir die wohin? Was schlägst du vor hier? Das machen wir so ein bisschen die Produktionsecke. Also das Industriegebiet muss ja immer außerhalb sein. Ja. Man sieht übrigens da hier diese Grenzen. Das ist nämlich auch ein Problem. Ja. Wenn man ein Kontor baut, hat man nicht automatisch die ganze Insel frei. Ja, genau. Du sprichst von den Grenzen hier. Genau, man muss dann immer so Markthäuser. Ich könnte mal, das kann ich gerne auch mal tun, um das zu verdeutlichen. Hier später sehen wir, da vorne sind noch Rohstoffhäuser. Davon können wir jetzt aber noch nichts benutzen. Edelsteine. Deswegen bauen wir vielleicht auch mal jetzt mehr auf Platz und nicht auf diese Rohstoffe, denn die können wir noch gar nicht nutzen. Dann bauen wir das einfach mal hier hin. Erschließen wir eine Menge Land hier. Ja, machen wir einfach mal hier. Zack, dahin. Und jetzt, wenn wir jetzt bauen wollen, das, was du gerade sagtest, zack, können wir natürlich auch hier. So, leicht nachzuvollziehen. Lass uns das nochmal kurz mit der Straße verbinden. Den neuen Marktplatzgedöns da. Oh. Mist. Nochmal, zack. Von einem Marktplatz zum anderen, das ist hier nämlich auch einer. Ich finde übrigens, also das macht natürlich großen Spaß, sieht alles klasse aus, aber ich finde, als Alternative für so Aufbaustrategiespiele, das System von Black and White 2 auch eine Überlegung wert, das mal so zu machen. Da hat man eine viel größere Freiheit in der Platzierung der Gebäude und Straßen. Du hast die Möglichkeit, ein Gebäude um 360 Grad zu drehen, so dass du zum Beispiel auch rund bauen kannst. Du kannst die Straßen dann quasi so wie Kreise machen und so wie in Köln die Ringe kannst du dann quasi eine ganz eigene Architektur schaffen. Du hast da viel mehr Freiheiten, was den Aufbau angeht. Und es macht auch viel mehr Spaß, finde ich. Ich kann mich mal nicht entscheiden hier, wie ich die platzieren soll. Ja. Aber du hast natürlich recht, aber ich kann mich mal echt nicht entscheiden. So, okay, machen wir es dahin. Ja, das ist wirklich schade, dass man diese komplette Freiheit nicht bei jedem Spiel hat. Das finde ich auch sehr schön. Wieso kann ich... Ach, ich habe wahrscheinlich jetzt nicht genug Ziegel. Ja. Tatsache, keine Ziegel. Ne? Wie, was soll ich denn auf dich hören? Was hast du denn gesagt? Ja, ich habe gesagt, du sollst im Kontor auf Ziegel umstellen. Wieso, habe ich doch. Zeig mal, hast du überhaupt nicht. Ach, du meinst... Ich lass ihn das hier immer manuell abholen. Das doch nicht. Zack. Geh mal nach rechts auf dein Kontor. Was willst du in meinem Kontor? Klick an und jetzt geh mal auf den rechten grünen Pfeil. Wie, dann bestelle ich dir und musst du bezahlen. Ja, na klar, du hast doch nichts. Und jetzt auf Ziegel. Alter, du hast 30.000 Goldstücke. 43.000 Goldstücke hast du. Ja, die sind aber auch bald weg. Und du machst auch noch Gewinn. Es sind die Sozialabgaben aus meinem alten Land. Guck mal, Puxer, Kohl, Kein Jahr so einmal für Ziegel ausgeben. Was hast du da gesagt? Die Zeitung dann. Ja, nee, wieder die Inka, ne? Okay, das war... Eine zufriedenstellende Antwort. Ja, halt. Ne? Okay, wir haben übrigens ein Schiff. Alter, jetzt hier, ist die ganze Welt ist uns offen. Ja, die Möwe. Können wir mal schön angucken. Unser erstes Schiff. Ja, die heißt immer Möwe, ne? Kann man auch umbenennen, zum Glück. Ja, Tatsache. Ja. Und übrigens gibt man Cheatcodes, wie ich gelesen habe, auch ein, indem man sein Hauptkontor, glaube ich, ich habe es noch nicht gemacht, entweder den Kontor oder das Dorfzentrum umbenennt in Cheatcodes. Wieso heißt du eigentlich Fischbach? Nenn ich nochmal anders. Fischbach ist doch geil. Fischbach ist geil. Das kann sofort los. Man kann natürlich gleich auch noch eine Werft bauen und sich dann neue Schiffe kaufen. Die braucht man dann, wenn man mehrere Inseln bewohnt hat und dann handeln möchte. Sprich, man hat dann meistens ja eine Insel, auf der eigentlich nur Leute leben. Ja, und die anderen sind so ein bisschen so Ressourceninseln. Ja. Und dann kann man Handelswege einrichten, dann ein Schiff fährt dann immer hin und her. Und es gibt auch noch Nebenmissionen, zum Beispiel hier bei... wohnt nämlich der freie Händler. Wenn ihr etwas braucht, schaut und euch nicht es ist ja vor allem jetzt hier gerade nur in diesem Spiel eingestellt, damit ich euch das alles zeigen kann, dass die ganze Karte aufgedeckt ist. Normalerweise müsste man diese ganze komplette Karte, die ihr links unten seht, einmal erforschen. Genau. Die haben wir jetzt auf einen Schlag erforscht durch diese Option, die wir direkt am Anfang eingestellt hatten.
Da fällt das natürlich weg, deswegen haben wir mit dem Schiff noch nicht so viel zu tun. Wir könnten aber bald schon mal anfangen, uns eine andere Insel auszugucken. Das wäre schön. Aber das machen wir vielleicht im nächsten Take. Jetzt sehen wir, dass unsere ganze Segel aufgestiegen ist mit der Zeit zu Siedlerhäusern. Und schauen wir mal, was brauchen die? Tabak kriegen sie gerade. Dauert noch ein bisschen. Sie brauchen noch Alkohol und eine Schule. Die Schule, die können wir direkt mal erstellen. Suchen wir uns wieder einen guten Platz bezüglich des Einzugsbereichs aus. Dann machen wir das mehr so oder mehr so. Das gefällt mir gut aus. Warte. Und das finde ich auch gut. Bauen wir es direkt daneben. Wir haben nun die Möglichkeit zu forschen. So, wie du gehört hast, gleich noch eine Option dazu, abgesehen davon, dass meine Siedler happy sind, können wir hier forschen. Und am Anfang erst eine Geschichte verfügbar. Ja, die Feuerwehr erforschen. Obwohl, bei dir, das hat man ja nicht zuletzt bei Cäsar 4 gemerkt, ist es ja auch völlig egal, wenn die Siedlung komplett abfackelt. Das lässt sich kalt. Alter, was kann ich dafür, wenn bei Cäsar 4 die Feuerwehrmänner irgendwie, wie heißen die nochmal? Patriarchen oder sowas? Keine Ahnung. Was waren das nochmal? Ja. Ich konnte mir diesen verdammten Namen nicht merken, weil dieser auch total beschissen ist als Feuerwehr. Mann, wir Rom. Ich habe so viele E-Mails gekriegt und jeder wollte mir sagen, dass die Feuerwehrleute so heißen. Ja. Ich habe im Tutorial halt einmal kurz nicht aufgepasst, Leute. Ja, verzeiht es mir. Jetzt wird mir das ewig nachgetragen und du machst auch noch mit. Lalalala. Meine Güte, wie heißen die nochmal? Ich sehe es schon kommen. Es steht jetzt wieder in den Comments. Schau ich gleich mal nach. Und okay, die sind jetzt befriedigt bezüglich Bildung. Ja. Müssen wir nichts mehr machen. Alkohol. Und Alkohol herstellen. Das können wir auf verschiedene Art und Weise, entweder mit Hopfen oder mit Zuckerrohr. Hier auf der Insel haben wir ein kleines Problem, da können wir wieder noch anbauen. Da fängt es nämlich an. Ja. Jetzt bist du nämlich in der Situation, um im Spiel weiterzukommen, musst du eine andere Insel besiedeln, die eben, wie du sagst, Hopfen oder Zuckerrohr beherbergt. Genau. In der Zwischenzeit können wir ein bisschen gucken, was passiert. Hier hinten wird ja immer noch angebaut. Wie in der Zwischenzeit? Ja, das wollten wir im nächsten Tag machen. Ja, bau doch mal eine Werft jetzt schon mal. Kannst du schon mal eine Werft bauen? Ich hab doch ein Schiff. Ja, aber noch eins. Dann warte mal, habe ich nur eine? Habe ich nur eins von diesen? Was war das denn nochmal? Tabakdingern gebaut? Ach ja, ich hatte nicht genug Ziegel. Sekunde. Für die weitere Anreise. Nee, was wollte ich jetzt nochmal machen? Deiner. Was meinst du? Du brauchst ja ein Schiff, was dann regelmäßig quasi automatisiert. Ah, ich habe noch nicht mal das hier. Ganz vergessen. Ja, was so sollst du sagen? Ich brauche ein Schiff, meinst du? Ja, ich würde noch ein zweites bauen. Wozu? Drogenhandel. Drogen? Oh ja, Tatsache. Hast du gestern auch die Doku gesehen oder was? Nee, was hab ich denn gesehen? Über. Was war nee, aber, direkt dabei Spanien. Ja. Und Marokko. War richtig cool. Ja, genau. Hast du auch gesehen? Ja. Nee? Spanien und Marokko. Die tauschen immer. Ne? Nee, war super. War äußerst interessant, weil die Drogenhändler da drüben, die sind eigentlich alles nur arme Schlucker. Ja. Und das ist aber eine andere Geschichte. Hat mich sehr gebannt. Kauft mehr Drogen, liebe Kinder, um diese armen Menschen in Marokko zu unterstützen. Die sterben. Ich kann euch sagen, viele Marokkaner leben von 2 Euro am Tag. Leben aufs Spiel, ja. Ja, und also wenn ihr ein bisschen Koks kaufen könnt, Heroin, macht das ruhig. Ihr tut es für einen guten Zweck. Zum Glück sind wir in der 23-Uhr-Stunde. Ja. Erich Tarski. Ja, wollen wir uns damit schließen? Du hast ja eben schon ein paar Anspielungen gemacht auf diese illegalen chemischen Substanzen. Wann das denn? Hast du etwa Ich hab in den Comments geguckt, da wurde mir der Witz erklärt. Sehr gut. Da hat aber auch jemand anders geschrieben, dass ihm dieser Witz entweder zu flach ist oder er versteht ihn nicht. Ja. Ganz genau, und da war es, glaube ich, auch der Fall. Also man hört ja auch nur, ich höre ja nur jedes zweite Wort. Das ist natürlich ziemlich schwer, denn manchmal komplett die Witze von dir zu verstehen. Aber einmal zu verstehen, nicht zu verstehen am Abend ist ganz okay. Bei so viel Drogen, die wir hier konsumieren und die wir anpreisen, ja. Das ist wirklich haltlos heute. Haltlos? Aber nicht gehaltlos. Denn für ein bisschen innerlichen Geschmack sorgt die Werbung, die ab und zu eingestreut wird, um das Niveau zu heben. Das brauchen wir, denn gleich geht's wieder bergab. Aber bis es soweit ist, 2 Minuten Werbung, bis gleich. Weiß ab gleich.
01 3785530 21. Das ist nicht etwa der IQ von Marco Bargic, sondern unsere fantastische Telefonnummer. Bei der könnt ihr immer noch anrufen und ihr müsst lediglich euren Namen und eure ganz private Telefonnummer hinterlassen und die Frage beantworten. Wie geht's Marco? A, M, B, N. Wenn ihr die richtige Antwort wisst, spricht sie bei uns auf unseren charmanten Anrufbeantworter und mit ein bisschen Glück haltet ihr in wenigen Sekunden die Jubiläumsausgabe 10 Jahre Common & Conquer in euren Händen. Das wird euch glücklich machen. Was wollte ich noch sagen? Dark Messiah schreibt, bei Anno muss ins Industriegebiet noch ein Puff. Das finde ich nicht schön, denn das verunglimpft dieses tolle Spiel. Bitte reiß dich zusammen, genau wie Marco. Der muss sich auch zusammenreißen, denn er stirbt sehr oft, das ist bei ihm Tradition. Und er hat wieder einen lustigen Witz vorbereitet. Jetzt darf ich auch mal deine Haha-Tafel bedienen. Ja, aber reiß nicht. Du musst dir die Kamera zeigen. Ist wie ich ohne Mikrofon, ne? Wie du ohne Bild, aber mit Ton. Ja. So, aber ist ja kein Problem, weil das ist ja quasi ein Ton, den man aufschreibt. Dementsprechend braucht man kein Bild. Haha, ist Lautsprache. Nö. Ich lach auch mal haha. Tatsächlich? So, wenn ich zum Beispiel anderen Leuten in den Kopf schieße, sage ich öfter haha. That's funny. That's funny. I know. So, wir gehen mal weiter in die nächste Option, in die nächste Mission, Landeplatzeroberung. Mission der Liebe. Nachdem ich das Herz einiger Frauen nicht erobern konnte, probiere ich mich jetzt an der Landeplatzeroberung. Und ich glaube, dort bessere Chancen zu haben. Alleine aus diesem Grund, weil Frauen sich von Waffen nicht so imponieren lassen wie irgendwelche drogensüchtigen Guerilla-Kings. Und deshalb habe ich mein Gewehr auch schon stilles Wasser drauf. Und dennoch muss dann immer, es sind so ein paar Bubbles drin, ne? Ja, die sind so versteckte Secret-Bubbles. Ja, also Kohlensäure. Ah. Also, pass auf. Ich habe Angst vor Säure. Ne? Und wieso trinken wir die eigentlich? Kohlensäure. Ja, das ist der Selbstvernichtungsdrang des Menschen, der sich zum Teil auch Dennis Rektarskis Leidenschaft zur Zerstörung seiner eigenen Schneemänner widerspiegelt. Hängt vielleicht alles zusammen. Ja, aber ich habe jetzt, also Dennis, ich fand das gut. Also, was Dennis erzählt hat? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist ja auch die Geschichte, die eigentlich in Planet der Affen erzählt wird. Mit den Schneemännern? Nein, die Selbstzerstörung der Menschheit. Ja, am Ende, Charlton Heston. Warum? Ja, aber ohne Scheiß, Planet der Affen ist ja gerade der zweite Teil. Ja. Ist das der plumpeste Versuch einer politischen Kritik? So billig. Ja, so glaub ich. Affen. Die Gorillas sind die Nazis. Ja. Die Schimpansen sind. Die Affen. Die Affen sind die Schimpansen. Ja, die Affen sind die Schimpansen. Das hast du richtig erkannt. Nein, ich meine, sie sind die Affe. So, von wegen. Nein, nee, sehr viel differenzierter. Es gibt ja unter den Affen auch noch Unterschiede. Kasten. Es gibt ja die Gorillas, es gibt Kasten die Schimpansen Bier. Und es gibt die Orang-Utans. Ja, die essen gerne Orangen. Orangen, genau. Deswegen ist ihr Fell so blau. Ja. Und guckt euch das mal an. Super. Rückkehr zum Planeten der Affen. Oh, der ist ganz. Das ist der zweite Teil. Ja, genau, von dem rede ich doch. Es gibt ja aber auch noch ein Remake mit. Ja, wir haben mit Marky Mark. Wir reden aber vom Klassiker. Marco, genau, richtig. Extrem schlecht. Ja. Und weißt du was? Ich find's, muss ich mal kurz hier Pause widerlich, machen. Widerlich, als er den Affen küsst? Nein, da auch ganz übel. Habe ich nicht gesehen. Egal. Zu die Augen zu behalten. Ich habe neulich ein Experiment gesehen. Da wurden Frauen vorgeführt. Die kamen in einen Saal rein, denen wurden die Augen zugehalten. Ja. Und sie hatten zwei Kusspartner. Und sie mussten sagen, bei wem der Kuss besser war. Was sie nicht wussten, war aber, dass der zweite Partner ein Äffchen war. Und alle Frauen von den 10 haben gesagt, der zweite Kuss war besser. Tja, Menschen sind doch nur Tiere, wollte ich dazu mal sagen. So, aber ich muss aber nochmal Folgendes sagen, und zwar finde ich es echt schade, dass heutzutage so viele Leute aufwachen und so coole Filme, wirklich coole Filme, wie Planet der Affen oder James Bond, gar nicht mehr kennen. Also früher war das total happening, wenn irgendwie... Planet der Affen war ein absolutes Highlight. Ey, wenn so ein Film im Fernsehen lief, da hast du erstmal eine Woche Urlaub genommen, hast allen Freunden Bescheid gesagt, damit die das auch gucken, damit man am nächsten Schultag auch mal zu reden drüber hatte. Und ja, so ist das heutzutage. Oh, sehe ich da etwa ein wenig Licht? Ja. Ist Licht. Ein wenig Licht ins Dunkle gekommen? Was muss ich eigentlich machen hier? Zerstören Sie den Funkmast, eliminieren Sie Widerstand. Okay, eliminieren ist mein Stichwort. Da schieße ich mal drauf. Das sind Pflanzen. Farne. Das ist Flora, Bambus. Was ist Bambus? Bambus, das kommt. Das ist Pflanzenraten. Das ist. Was ist das für ein Baum? Ist das eine Liane? Nein. Wer schießt denn hier auf mich? Das ist nicht richtig. Ich bin als friedlicher Geologe, Geotektoniker.
begebe ich mich durch die Gegend hier und dann passiert sowas. Ob es auch Salamander gibt? Ja. Und Bisamratten. Oh, Bisamratten, das war früher auch mal so eine Urban Legend. Was denn? Ja, früher hat man ja mal so in auf Bächen, also in Bächen, an Bächen gespielt. Ja? Okay, weiter. Und da hieß es dann immer, ich habe eine Bisamratte gesehen. Die war 4 Meter lang und gefährlich. Du warst nicht so ein Landkind, ne? Oh, hallo. Also ich bin auf jeden Fall am Land nicht groß geworden, aber dadurch, dass meine Großeltern halt einen Bauernhof in der Steppe Kroatiens haben, ja. Bin ich schon ziemlich... Ist das einer von mir? Nee. Bin ich schon ziemlich... Oh, achte mal, hier ist einer mit dem Auto gerade gegengeheizt, aber das Auto ist gerade explodiert und weggefahren. Ich bin in einer ziemlich ländlichen Gegend aufgewachsen. Nicht in Duisburg, aber so in Kroatien. Immer einen Monat im Jahr. Und da hast du schon irgendwelche Riesenschlangen und sowas gesehen. Hat man schon mal gesehen, diese Würgeschlangen. Oh, warte mal. Ist das irgendwo ein Flugzeug? Ja. Das will jetzt starten, das muss ich dran hindern. Oh. Oh, da ist wieder Zeitwechselung ein Turm. Oh, wo ist das Flugzeug? Warte mal. Wenn ich das jetzt verpeile, ja, dann... folge doch mal dem gelben Streifen da einfach. Zeit, ach nee, das Flugzeug ist ja noch gar nicht. Ich muss jetzt erstmal den Turm hier in die Luft jagen. Das ist gar kein Problem, das mache ich gerne. Oh, der ist ja hoch. Aber der hat keinen... Der bitte schön, keinen einen Zweck. Brief für Sie. Ist das ein Funkturm oder was ist das? Das ist ein GPS-Funkturm. Turm von Osten! Vorsicht. Ha! Auftrag erfüllt! Schweine! Ja, Messer im Kopf. Ja! Woo! Ein weiteres Highlight, meine Damen und Herren. Da wollte ich mich doch gerade um die Ecke retten und dann kommt hier sowas. Ein weiteres Highlight, erst heißt es Haha, jetzt dann heißt es ein Strich. Nee. Der ist schon drin. Nee. Der ist noch nicht drin. Doch, das war der dritte gerade. Das ist doch völliger Quatsch. Das mag sein, aber. Habt ihr mitgezählt? Trotzdem nicht. Wenn ich jetzt ungerechterweise dir einen vierten Strich gegeben habe, der einer zu viel ist. Bitte schreibt es in die Comments, ich werde ihn löschen, aber ich bin davon überzeugt, falls es so sein sollte, hast du bis dahin den nächsten Strich. Du wirst ihn löschen? Danke. Ja. Ich werde das mal geirrt hast. Wie früher, wenn man gesagt hat, ich habe mein Hausaufgabenheft vergessen, aber ich habe die Hausaufgaben gemacht. Da hat man einen Strich bekommen, weil die Ausrede nach dem 17. Mal nicht mehr glaubwürdig war. Mhm. Und wenn man dann sein Heft doch noch gefunden hatte, dann wurde der Strich ja gelöscht. Doch noch in der gleichen 45 Minuten. Stunde, ne? Ja, also mein Rucksack war zum Beispiel immer so dreckig und unordentlich, dass ich da gerne mal Sachen übersehen habe. Du hast immer noch den gleichen Rucksack, ne? Ja, den habe ich seit 17 Jahren. 17 Jahre, blondes Haar. So stand sie vor mir. So singst du auch immer den Schimmelkulturen was vor, wenn du den Rucksack aufmachst. Ja, die haben manchmal interessante Gefühle. Dinge zu erzählen. Ey, diese Sau. Habe ich dir jetzt endlich in den Kopf geschossen. Endlich. Guck mal, der Himmel übrigens... ist grün. Ja, dickicht. Wir sind im Dschungel. Ich habe auch manchmal das Gefühl, als ob ich ihn anfassen könnte, den Himmel. Den Dschungel, ne? Dem Himmel so nah. Quasi. Gibt es da nicht einen romantischen Film? Dem Himmel so nah? Ja. Oder ist es nur eine schmuddelige Lektüre aus der seidigen Hand von Rosamunde Pilcher? Ist Rosamunde Pilcher eigentlich ein Mann? Ich glaube ja. Ich glaube auch, ein Pseudonym, ne? Sonst wird sie ja Rosemunde heißen. Also Rosamund ist, glaube ich, männlich. Ja, aber vielleicht hat sie ja Rosamünder. Ja. Dann ist es vielleicht doch eher eine Frau, wenn es. Nee, ich glaube, es ist wirklich ein Kerl. Oh, ich glaube, es ist wirklich ein Kerl. Kann sein, dass ich da. Gerne korrigieren lasse, aber ich habe das irgendwann mal gehört. Genauso wie ich mal gehört habe, dass Bielefeld nicht besteht, irgendwie gar nicht auf der Landkarte zu finden sein soll. Das habe ich auch mal gehört. Urban Legend. Ist das nicht auch mit Paderborn? Mit Buxtehude so? Buxtehude? Hm? Buxtehude. Das weiß ich jetzt nicht. Bielefeld und Buxtehude. So, mal eben kurz hier. Ich war schon mal in Buxtehude, fällt mir ein. Warst du schon mal in Buxtehude? Ja, also das gibt's tatsächlich. Oma Trude aus Buxtehude. Nee, ich war noch nie in Buxtehude. Sollte man sich aber mal angucken. Buxtehude sehen und sterben. Es gibt ja auch so ein Sprichwort, when in Buxtehude. Ja, to live and die in Buxtehude. Ja, genau. Los, heil mich. So, jetzt gehen wir mal hier in den Krieg wieder. Da hinten den Turm in die Luft jagen. Das hatten wir ja gerade schon mal gut hingekriegt. Dann machen wir das zweite Mal auch direkt. Ich kann natürlich auch ein bisschen mit Granaten um mich rumwerfen. Hagel und Granaten. So. Oh, lad doch nicht nach. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie nicht lesen kann oder ob die Jungs hier vergessen haben, eine Nachladefunktion in das Spiel einzufügen. Weil, wenn du die Steuerung mal durchgehst, findest du keine Option zum Nachladen. Fall auf mich. Nichts passiert. Nichts passiert. Wieso? Das zeigt doch, wie unrealistisch das Spiel ist. Ich verhalte mich wirklich taktisch dumm, vollkommen korrekt in diesem Spiel und werde in meinen einzigen Sekundenfehlern, die wirklich Zehntelsekunden nur betragen, die muss man per Frame raussuchen,
werde dann umgebracht, aber von einem zusammenstürzenden 500-Meter-Turm. Ich finde es allein schon lustig. Das ist so lieblos. Man erkennt ja auch ein Spiel an der Liebe zum Detail. Ja, tot. Und wenn ich sehe, dass da ist so ein Funkturm mit vier Masten und du wirfst so ein kleines Bündel Sprengstoff in die Mitte. Ja. Und oben bricht es so. Weißt du, das ist so, da fehlt mir doch, das wirkt dann so ein bisschen hingerotzt. Ja, und guck mal hier, was auch ganz komisch ist, hier, dass die Lampen nicht in die Luft gingen. Oh, wie ging das? Also pass auf, bei Splinter Cell am 26.10. Ja. bist du 7-mal gestorben. Ja, das ist bisher top. Jetzt hast du schon 5. Also vielleicht oder ist 4. der Rekord in Gefahr. Wer weiß. Ja, Dennis, guck doch mal in die Comments, Dennis, ob ich mich verzählt habe. Mach mal was. Vielleicht habe ich mich ja auch verzählt. Treffen Sie sich mit Team 2. Ich soll mich mit jemandem treffen. Ja, da ist er. Er fällt vom Dach. Er hat, glaube ich, etwas gegen unser Treffen. So, immer dem Pfeil nach. Ich gebe mal hier so einen kleinen Umweg. Am Way, kann man das dann nennen. Nee, oder muss ich doch da lang? Ich weiß es gar nicht so genau. Sieht alles so gleich aus hier, ne? Ja, ist ja der Urwald, ne? Man weiß, was? Vier Tode? Von was fünf, denn jetzt? Ne? Ja, das zählt doch nicht. Nee, vier haben die ja gesagt, weil du bist ja danach noch einmal gestorben. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo die Leute einfach gefolgt sind, ohne mit dem Kopf nachzudenken. Man muss auch mal die Minderheiten sprechen lassen, so wie mich als Ausländer. Auftrag erfüllt. Daniel sagt echt. Ja. So, Ziel hinzugefügt, so. Was als nächstes? Ich würde sagen, zur Strafe, was? Weil du gelogen hast, weil du dein eigenes Spiel verschönern wolltest, ja. durch dreiste Lügen, musst du dir jetzt diese Werbung angucken, ich werde dir kurz Streichhölzer zwischen die Augenlider kneifen. Ja. Du guckst dir jetzt an, ihr bitte auch, denn halbes Leid ist geteiltes Leid. Und bitte bleibt dran, bis gleich. Dennis Richtarski ist ein geliebter Mensch, der Menschen zu emotionalen Wirbelstürmen hinreißen kann. Und ich guck gerade mal im Forum, was da Dennis so macht. Ich bin gleich soweit. Sekunde. Das ist vielversprechend. Komm, schneller! Denn im Forum werden lustige Fotos gepostet. Da zum Beispiel. Das ist ganz lustig, kann man das sehen? Da ist es, ja, tatsächlich. Ja, so toll kann Dennis aussehen, mit geschlossenen Augen noch lieblicher anzuschauen als mit geöffneten Augen. Das liegt daran, dass Augen das Fenster zur Seele sind und deine Seele ziemlich verdorben ist. Und daher wirkst du mit geschlossenen Augen sehr viel angenehmer, leichter zu ertragen.
Vielleicht hat jemand deinen Augen eine Papierrolle in den Mund getan. Eine Papierrolle in den Mund. Ja, worauf du zu einem Golem. Ja, so oder, war das doch. Oder ein Jude. Wobei. Haha, jetzt, ha, jetzt kommen wieder die ja, Antisemiten jetzt, raus in dir. Ich wollte gerade. Aha, sowas sollen wir aber nicht sehen. Ich wollte gerade die Kurve kriegen. Ja. Ich wollte. Ja, guck mal, ich Ernsthaft? Bin hier im, in dem Comments-Bereich. Total daneben. Habe ich der geiles Kompliment gekriegt, Alter. Zieh dir das mal rein. Normalerweise heißt es immer nur, oh, Alter, ich kann es viel besser spielen als ihr. Und ich mache das so scheiße. Aber hier steht heute mal, ich finde, Dennis Aufbau ist sehr gut durchdacht und überlegt. Entweder ist er ein sehr großer Anno-Fan, ein Genie, oder hat im Internet nachgeschaut. Ja. Selbstverständlich Zweiteres. Nein. Ich finde es toll, dass unsere Community Sinn für Ironie Frostfire hat. Frostfire 3. Das gefällt mir gut. Das ist ja auch ein Zeichen von Intelligenz. Na, das ist ja keine Ironie. Das löst ja dieses Postskriptum auf. Ich baue zweimal drei Häuser, dann Straßen rum. Wie baut ihr? Das ist ja eine ganz normale, typische Anno-Fan-Frage und die überhaupt nicht zu einem ironischen Post passen, wie du ihn hier gerade interpretierst. Das ist totaler Schmuh. Nö, also ich interpretiere das so, wie ich das möchte. Ja, wir interpretieren das auch immer so, wie es uns gefällt. Ja. Das ist halt auch dein gutes Recht, natürlich. Das nimmst du ja auch für dich in Anspruch mit deinen jungen Witzen. Ich finde das auch super. Ja. Aber wir können mal wieder reinschauen. Anno 1701, schon ein bisschen älter, eine Woche ziemlich genau. Also ja, ist schon fast wieder veraltet eigentlich. Ja. Also lieber auf den nächsten Teil warten. Zurück zum Spiel und was wir gerade angeteased hatten, dass wir andere Inseln erschließen wollen. Es ist geschehen. Ich habe die Zeit genutzt und habe hier expandiert, um Alkohol herzustellen. Ey, was geht denn da ab? Ein feindliches Schiff! Kleines Handelsschiff ist von Piraten anscheinend eingegriffen worden. Das erkennt man anscheinend. Ja, Rauch. Oh, guck mal, wie liebevoll die Segel zerstört sind. Ja, wie liebevoll die zerstört sind. Sehr schön ausgedrückt. Das ist doch Liebe zum Detail. Ja. Mag ich gerne leiden? Ja, mag ich auch. Und wie das jetzt absinkt und hoch und runter. Ich kann noch dichter. Und es überlegt sich doch umzugehen. Ja, sehr schön, wie symmetrisch und liebevoll die zerstört sind gleichzeitig. Weil Symmetrie und Liebe, es ist ja die Symmetrie der Liebe, sagt man ja auch. Aber man kann auch in dem Segel so Figuren erkennen. Siehst du das? Das sind die Augen. Ja, das ist quasi ein Spinnenboot, weil das hat genau, nicht acht, das hat sogar 10 Augen. Nein, das sieht aus wie so ein Hummer. Ein Hummer, weil die haben 10 Augen oder was? Nein, aber die haben so Scheren. Ich glaube, Hummer sind aber auch Spinnen, ne? Spinnentiere, ja. Ja, ich glaube, ab 8 Beine ist alles Spinnen oder so. So, wo waren wir? Hier an unserer Hauptinsel und wie ihr gesehen habt, hat sich da nicht viel verändert. Ich habe nur ein bisschen gen Osten expandiert und zwar... Lebensraum im Osten, langsam bildet sich ein klares Bild von dir. Da gehe ich nicht drauf ein. Mhm. Ich lass mich da nicht von dir reiten. Und zwar haben wir hier noch ein bisschen Lehm klar gemacht. Ja, wir spielen gerne Matsch und ein paar Ziegel backen, weil die brauchen wir ziemlich häufig und viel. Da ist nämlich gerade auch ein Schiff von uns hier vorne angelegt. Hallo. Das braucht ein paar Ziegel und da muss ich jetzt nochmal nachrechnen. Gehen wir zurück. Wie viel ein geziegeltes Schiff. Auch das eine Innovation. Was ist denn das hier? Guck mal. Das ist lila Wasser. Das sind Pflanzen, das sind Korallen. Korallenalgen. Algenkorallen. Algenkorallen, Korallenalgen. Ist doch schön. Ja. Man sieht eine richtige Tiefe. Ja, wow. Ist schon hübsch, ja, Tatsache. Und hier, wie das gischtmäßig. Ja, weil das ist eine tolle Bucht. Guck mal, du hast in einer Bucht gesiedelt. Ja, ich war sehr klug. Guck mal, das ist eine Intelligente, was Frostfire 3 meinte. Du hättest hier unten gesiedelt und ich habe hier gesiedelt. Im Pac-Man-Maul drin nämlich. Ja. Ja? Ja, du bist mir eigentlich auch überlegen. Ja, in vielen Belangen. Ja, außer im Pro Evolution Soccer, das muss ich ja zugeben. Ja, aber ansonsten bist du eigentlich in allem ziemlich unbesiegbar. Wirklich wahr. So! Und zwar müssen wir jetzt ausrechnen, was wir noch brauchen an Ressourcen, um das hier weiter aufzubauen. Also davon brauche ich noch zwei Dinger, da will ich nämlich zwei Produktionsstätten verbauen und jeweils denn noch insgesamt nochmal zwei von den Rumbrennereien. Ja, das sind nämlich Zuckerrohrplantagen, die ich hier gebaut habe. Und davon brauche ich noch zwei, dafür brauche ich vier Werkzeuge jeweils, also 8 Werkzeuge plus nochmal 4 Werkzeuge, 12 Werkzeuge, 2 habe ich noch. Also 10 Werkzeuge brauche ich noch hier auf dem Schiff. Das laden wir mal kurz rauf. Nee, jetzt bin ich vorbei. Wieso? Das ist doch völlig. Wieso gehst du nicht zum Kontor und sagst, dass du das brauchst und sparst dir diesen blöden. Du meinst zum Händler jetzt, oder was? Nein, geh mal auf deine Insel. Also, 10, du bist doch so klug. 11, wieso 12. Fällt dir sowas nicht ein? Geh mal auf deine neue Insel. 11, 12. So, zack. Warte, ich mach das erst fertig. Und dann. So, jetzt klickst du dein Kontor an. So, mein Kontor, hallo. Ja. Jetzt klickst du auf den grünen Pfeil. Ja. Und was brauchst du jetzt? Ja, dann kaufe ich das. Du willst immer nur Geld ausgeben. Du hast 33.000 Steuergelder. Das gehört nicht uns. Das gehört dem, der zahlt. Gehört dem Volk. Ja, und du baust doch für dein Volk. Nein, das sind Arbeitsplätze. Aber selber produziert. Ja, genau. Aber das kommt doch nicht hinterher. Ja, wenn ich das aus dem Ausland kaufe, ja, dann wenn sind du das doch nicht meine Arbeitsplätze. Was ist denn das? Wie in der DDR produzierst du? Du hast doch nichts. Nein,
Nein, wieso denn? Ich hab das doch selber, ich hab die doch selber hergestellt. Meine Frauen und Kinder sitzen doch im Tempel. Wenn du expandierst, wie du produzierst, dann bist du bei Anno 1999 noch nicht auf der zweiten Insel. Ja, aber du musst doch nicht auf die Überholspur leben. Wichtig ist doch, dass du glücklich bist und dass deine Balance, du musst dich nicht so turbomäßig durch. Weißt du, ich bin so mehr so die Happy Gesellschaft. Schlaraffenland heißt das alles. Weißt du auch, wie heißt meine Wohnung nochmal hier, mein Konto Fischbüttel oder Fischbach? Fischbach. Also, da kaufen wir doch nicht beim Kommerzhändler. Ja? Konsum. Kapitalisten überhaupt hier in unserem Archipel. Ja, ich möchte mich deiner Meinung nicht anschließen, wenn wir den jetzt Anno spielen. Wir Anno zusammen und du bist der größte imperialistische Kommerz-Imperator Nazi. Und ich bin der liebe kleine du bist einfach so Nordkorea. Du erzählst den Leuten, es gibt nichts außer dieser Insel, ihr braucht nichts. Weißt du, die Leute wollen Tabak, Windeln, was weiß ich für Produkte. Und du sagst ihnen, nö. Guck mal, das ist ein Loch im Berg. Ja, das schreit auch nach Vulkanausbruch. Ja, wir hatten ihn gerade schon kurz am Eruptieren, oder wie man das nennt. Korrumpieren. Also, kam aber nicht viel raus. Was ist das denn da? Ja, er hat hier schon Military. Siehst du, er ist nämlich einer wie deiner. Siehst du, und jetzt habt ihr, guck mal hier, liebe Kühe, Möwen und Schafe und zwischendurch total bildzerstörend, Stilbruch, haben wir da irgendwelche Völkermörder. Ja? Wieso sind das Völkermörder? Ja, das sind Milizen. Was machen die denn sonst vor? Sag mir Verteidigung. Grund. Schutz der Bevölkerung. Wie naiv bist du denn? Auf einer Insel. Du was soll denn da passieren? Harmonisch von dir hin. Der Balkan, und dann kommen Barbaren oder Piraten. Da kommen Piraten und schänden deine Frauen, brennen deine Siedlung nieder. Feuerwehr hast du ja nicht, kennst du nicht. Ja? Und was machst du dann? Ja, also, bist du der tolle Herrscher oder was? Das ist ein Genpool, wenn Piraten die Frauen schänden. Das ist gut für den Genpool. Ja. Ja. Das stimmt. Das kann ich mir vorstellen, dass in deinem Genpool nur einige Piraten zu finden sind. Ja, so war der. Unsere Lieferung mit Ziegelstein müsste jetzt angekommen sein. So, okay, alles klar. Jetzt, wir werden jetzt ausgeladen. Ach nee, Werkzeuge waren das. Werkzeuge raus. Raus. Werkzeug. So, und jetzt kann ich bauen. Und zwar ist jetzt hier meine Produktionsgelöt. Ah, ist das schön. Jetzt ganz in Ruhe. Ganz wieder. Weg von der Hektik wieder ganz. Ja, ich habe mir jetzt habe ich mir schon ein bisschen gedacht, wie ich das baue. Deswegen muss ich nicht so lange überlegen. Kommt zum Erliegen. Wie jetzt? Warte mal, was ist denn jetzt los? Warte mal, das verstehe ich nicht. Tut mir leid. Hast vielleicht keine Straße? Fehlt das Holz. Du könntest auch mal eine Straße ziehen. Eine Produktion. Hast gehört? Ja, ich habe ja noch nicht mal hier das Endproduktionsgebäude. Da brauche ich noch keine Straße leiten. Jetzt muss ich erst Holz holen. Das ist natürlich blöde. Vor allem jetzt vielleicht kaufst du Holz. Okay, ich hätte schon längst, obwohl es im Überfluss existiert auf meiner Heimatinsel. Und übrigens dauert das Holen wahrscheinlich genauso lange wie dieser dämliche Händler. Aber du musst dann gleich wieder hin. Außerdem holst du das von der Insel, dann brauchst du da gleich wieder Holz. Was machst du dann? Nee, da wird's ja, das ist ja regenerativer Rohstoff. Ja? Ich mache ja hier einen auf auch regenerative Energie und sowas. Siehst du ja hier, machen wir hier Thermonuklear. Thermonuklear. aber ist alles auf jeden Fall abgesegnet von Gott und so. Also ist alles mit Öko. Aha, mit dem bist du auch noch im Reinen. Ja, natürlich. Also, was erzählt dir Gott denn so? Ja, wir sollen zum Beispiel nicht beim bösen Händler kommen. Wir sollen unsere Sachen selber herstellen. Ja, liebe deine eigenen Rohstoffe und nicht die des anderen. Kaufe nie bei fremden Leuten. Ja. Und hüte dich vor Vulkan. Denn ich habe Angst. Ich glaube, der spuckt hier auch bald drüber. Ich weiß nicht, was kaufe lieber fremden Leuten und hüte dich vor Vulkan. Was, hast du das gesehen? Nee, was? Das Spiel hat sich gerade selbst bewegt. Ja, du redest ja auch mit Gott. Da gibt er sicherlich Zeichen. Das war echt krass. Echt? Das hättest du sehen sollen. Das hat sich echt selbst bewegt gerade. Das lag hier. Ja. Schade, das hat jetzt keiner eingefangen. Ja, aber natürlich, weil Martin, guck mal, der ist auch gerade erst aufgestanden, oder? Es ist 23 Uhr. Was macht der den ganzen Tag? Ja. Egal, schauen wir mal weiter. Ich weiß nicht, wenn dir noch was einfällt. Das fällt mir nicht mehr so ein. Alles klar. Dann bauen wir, was haben wir nochmal benötigt? Holz. Holz. So, da müssen wir drauflegen und jetzt hätte ich gerne. Zack. Ich muss hier rauf, dann darauf und dann suche ich Holz. Davon können wir mal ein bisschen mehr uns holen, denn davon haben wir auch. Du legst vom Kontor aufs Schiff. Ja, das Schiff düst dann da jetzt rüber. Das hätte genauso lange gedauert wie so ein Händler. Und dann baue ich hier Zuckerrohrplantage. Die machen Alkohol, aus Zuckerrohr wird rumgemacht. Und dann wird das endlich dahin, dann baue ich nämlich irgendwann ein neues Schiff, so wie du es schon vor 100 Jahren wolltest, mit deiner Halli-Dalli-Einstellung und Philosophie. Ja. Und heißt es nicht Halligalli? Halligalli ist ja deine. Halligalli kennt ja jeder. Ah, hast du die Evolution des Wortes.
Ja, du hast das Wort erfunden, sozusagen. Was, deine Galle, ja, nein, deine Philosophie hat dieses Wort geprägt. Eben gerade in den letzten 20 Minuten. Was ist für ein Quatsch? Verstehe ich überhaupt nicht. Nein, Halligalli. Was ist Halligalli? Schon wieder. Ja, hast du es gesehen? Ja. Jetzt hat er es gesehen. Das Spiel ist schon wieder von alleine runtergefallen. Ich habe gesehen, wie du mit deinem Fuß dagegen geprügelt hast. Ich bin verletzt, das weißt du genau. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Dennis Richtarski hat einen Kapselriss. Ist tatsächlich wahr. Ich wusste nicht mal, dass du so eine Kapsel hast, aber schwuppsiwupps ist sie gerissen. Sag mir mal, was deine Ärztin zu dir gesagt hat. So, als erste Diagnose. wenn da mal noch die Achillessehne ganz ist. Ja, wie schön. Ja, wobei Achilles war doch auch ein Halbgott. Achilles war aber kein Halbgott. Er war eine Legende. Legende und Halbgötter sind so ganz, ganz, ganz eng miteinander verwandt. Tatsächlich? Ja, ganz eng. Ja, die haben auch ihren Genpool mit Piraten aufgefrischt. Ja, natürlich. Das ist der Grundstein zum Erfolg einer Mundänen und Metro. Kann es sein, dass du einfach Wörter aneinander reißt? Eventuell, ja, kann sein. Ah ja. Lass mich dich schauen. So, endlich deine fortschrittliche Zivilisation. Was ist denn jetzt? Ach ja, ist angekommen. Im Holzzeitalter angekommen. Holz am Start. So, guck mal, jetzt hoffentlich ist jetzt alles so, wie ich es wollte. So, jetzt bauen wir noch ein Zuckerrohrteil und jetzt bauen wir zwei. Oh, ich hoffe, das reicht. Von den Zuckerrohr rum. Oh, Alter. Alter, oh, da fehlt schon wieder wohl an Werkzeugen. Nee, warte, das ist ein Ding. Das kann mir vielleicht einer mal in den Comments beantworten. Was ist? Ich habe das Gefühl, meine Leute ernähren sich von Werkzeugen. Nein, die brauchen die Werkzeuge, um von Pionier auf Patrizier oder so aufzusteigen. Ja, aber auf dieser Insel wohnt ja kein einziger. Ich habe hier nur Arbeiter. Ja, und das siehst du ja hier. Das ist ja auch nur eine Hanfplantage. Das ist ja alles eine Hanfplantage. Ja, so macht man das auch heutzutage. Hier schöne Inseln und dann, so läuft das. Habe ich auch mal gesehen in der Doku. Da sind ja gar keine Leute, die zu Siedlern aufsteigen wollen. Und das sind wie viel Werkzeug hattest du denn? Werkzeuge werden ja getrennt behandelt. Wenn ich jetzt hier rüber zu anderen, siehst du, jetzt verschwinden hier und hier kommen meine Werkzeuge wieder. Und da habe ich jetzt genug. Nee, auf der Insel hast du das sind zwei Autarke. Ja, du hast einfach verschiedene Kontore. Aber ich hab doch vorhin ausgerechnet. Ich kann doch nicht sagen. Holländer. Warte, schnell, was brauche ich nochmal? Werkzeug, nach oben, nach oben. Immer wieder eine Freude, einzukehren. Guck mal, 572 Piepen, das ist doch nix. Weil ich bin ein halbes Jahr, sterbe ich früher, wegen deiner... Wieso, stirbst du ein halbes Jahr früher? Du kannst ja mal deine Steuern erhöhen, dann hast du auch nicht jede Runde 275 Minus. Guck mal hier, 400 steht da jetzt, wenn ich auf den... So, jetzt wieder Minus. Ja, ich muss ein paar Leute... Oh, guck mal, die sind tatsächlich auch schon zu Bürgern aufgestiegen, meine Jungs da drüben. Das scheint ja doch... Wie ist denn jetzt der Alkohol da hingekommen? Die brauchen noch Alkohol zum Aufsteigen. Die haben einfach ein paar Leichen in den Straßen gären lassen. Und Alkohol. Rum. Tatsachen. Ja, du hast doch da Dings. Was habe ich? Kakao. Nee, das hier, das ist Tabak. Der Grundstoff. Und das ist... Wo kommt denn jetzt mein Alkohol her? Vielleicht von einem Handelsschiff? Ja, oder durch eine... Explosion. Unterirdische Bowlingbar. Hat denn hier einer Zeit? Ja. Siehst du, ich verstehe deine kleinen Andeutungen. Yeah. Ja. Nee, ich habe gerade geschaut. Übrigens regt sich einer in den Comments auf, dass wir anscheinend, dass wir anscheinend immer total up to date sind bezüglich Family Guy, Simpsons, Futurama, whatever, South Park. Und mag eventuell recht haben, aber er hat das abgeleitet aufgrund unserer Geschichte bezüglich Schriftrollen und Golems. Ja. Und deiner Geschichte. Wüsste ich jetzt nicht, dass das von den Simpsons kommt. Mit den Schriftrollen und den Golems? Ja. Genau. Außerdem. Hast du nicht davon erzählt, dass du ja ein alter. Wird ausgeführt. Aberglaube? Nee, das ist, glaube ich, das ist eine jüdische Schnickschnack. Ja. Die haben die Golems erfunden. Also, sie haben schon einige coole Geschichten am Start. Versuchst du jetzt irgendwas zu retten? Na, ich hab doch nie was kaputt gemacht. Check mal gleich deine Straßen nachgebaut. So, und jetzt ganz wichtig. Ja, Tatsache. Und ich muss mich auch rasieren. Ja, habe ich gerade. Und ich habe auch aufgepasst diesmal. Sehr vorsichtig. Keine Pflaster. Ich bin übrigens beim Bieten momentan bei eBay auf diese super Hightech. Es gibt ja Rasierer, die kosten zwischen 200 und 300 Euro. Ja. Alter, was die alles können. Eigentlich können sie nur rasieren. Eigentlich können sie echt nur rasieren. Ja, was können die denn noch? Weiß ich auch nicht. Da sind verschiedene Anzeigen drauf, wie lange Batterie noch geht und Quick laden und aber nee, mehr ist. Und die Anzeige, die darstellt, wie lange die Batterie noch hält, kostet wahrscheinlich ein Drittel der Energie, die Batterie liefert. Durchaus. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Stimmt.
Jetzt verstehe ich auch, was meine Oma meinte. Warum kaufst du nicht das ältere Modell? Weil das kostet nur 100. Nein, das hat sie nur gesagt, weil sie selbst gerne auch noch gefragt sein will. Schießt du? Ja, das kann sein. Oder ja. aus ihren unglaublich vielen Dekaden von Erfahrungen, den sie ja manchmal schöpfen, was wir vor ja in unserer Jugend häufig unterschätzen. Apparaten. Ja, also ich meine, meine Oma ist ja verheiratet. Das ist ja so eine Geschichte. Das bedeutet ja, was? Das ist ja auch eine dieser Vorgeschichten, wie ich denn entstanden bin. Da gehört ja eine Wieso, du wurdest doch vom Piraten gezeugt. Dadurch hat meine Oma ja auch ein Opa, ja, und der rasiert sich. Ja, Captain Blackbeard. Na, Kinder. Nee. Mann, so, Mann. Weiter in deinem aufblühenden Reich. Ja. Es kann sofort losgehen. Man kommt ja gar nicht mehr an dir als Nation vorbei eigentlich, ne? Nein, auf keinen Fall. Ich bin ja sozusagen eine Supermacht. Du siehst das ja hier. Das ist ja, ich bin von Gott geleitet. Ja. Ja, von allen Göttern, die es gibt. Ja. Siehst du, wie der hier raufstrahlt? Wie gut auf meinen in einem Satz gleich einen fundamentalen Widerspruch. Ja. Unterbringst. Wieso das? Du kannst ja von einem Gott geliebt werden und von mehreren. Nein, ich weiß nicht, welche Religion du hast. Ich werde von Gott geliebt. Und was war das zweite? Und von den anderen auch oder irgendwie so? Von allen Göttern. Ja, bist du jetzt Monotheist oder Polytheist? Ost. Also, die Frage kann man, glaube ich, jetzt nicht noch in, wie ich gerade mitbekomme, 2 Minuten fürs Spiel übrigens, höre ich gerade auf dem Ohr. Für uns, danke, liebe Regie nochmal. Nein, das müssen wir, da werden wir mal eine neue Sendung auskoppeln. Ja, Gigaethik. Gigaethik. Wollt ihr übrigens mal Kontakt mit der Regie aufnehmen? Ich habe gerade einen lustigen Einfall. Wir können ja mal, warte. Ach, kann man das? Weiß ich nicht. Sag mal was. Warte. Sag mal was. Feedback. Gibt so ein Feedback. Gibt Rückkopplung auf Neudeutsch. Gibt eine Rückkopplung. Aber geht das mit deinem Funkgerät? Wird's gehen? Sollen wir machen? Gib mal dein Funkgerät, Christopher. Christopher, unsere charmante Aufnahmeleitung. Ja. Übrigens, hier übrigens immer, ich habe heute gemerkt, Aufnahmeleitung, fragt man sich immer, was machen die den ganzen Tag, wenn zum Beispiel nicht Sendung ist. Ja. Gerade habe ich gemerkt, die müssen putzen. Ja, und der Christopher, der findet das total mies und hat sich auch geweigert heute. Zum einen gestern, hier war alles mit Flüssigkeiten voll von der Halloween-Sendung und da hinten bei eSports, wenn ihr das geguckt habt, wir müssen zwangsläufig dran vorbei, das wird da aufgezeichnet, haben sie mit Kuchen rumgelaufen. Sag doch mal was. 1,23. Was? 1,23 hat er gesagt. 1,23 haben wir noch. Adler an Adlerhorst. Ja. Bitte melden. Ja, das Ei ist gelegt. Hallo. Nach Hause. Wer ist da? Hallo? Wir müssen ein bisschen lauter machen. Ich glaube, die fühlen sich vor. Jetzt. Hallo? Wir drücken. Ach, die Frequenz. Schlagen die Hände übereinander hier. Oh nein, sie haben die Frequenz gewechselt. Ja. Zurück auf 3. Oh, Frequenz gewechselt. Ich kann ja in der Zwischenzeit, wenn Nils das Funkgerät neu erfindet, ein Fazit ziehen zu Anno 1701. Ja. Wir haben leider irgendwie aufgrund irgendwelcher seltsamen, zufälligen Begebenheiten und Diskussionen, die aufgekommen sind, nicht allzu viel geschafft, wie wir uns vorgenommen hatten. Warum ich meine, die Szenarios wollte ich mal zeigen. Jetzt schiebst du es wieder auf irgendwelche höheren Mächte. Der einzige Grund, weshalb wir es nicht geschafft haben, ist, weil du der langsamste Anno-Spieler aller Zeiten bist. Für jedes Stück Holz schickst du deine Möwe. Deswegen mag ich Anno. Von einem Hafen zum anderen. Anno ist das perfekte Spiel, in dem man sich so platzieren kann, so das Bein nach oben und mit einer Hand. Das sind die besten Spiele. Weißt du, bei Ego-Shootern oder bei Strategiespielen, die so einen auf E-Sport machen, musst du die noch auf Shortcuts legen und dann 120 Anschläge pro Minute hier und Angriff. Weißt du, hier hast du einen Adler hat das Nest verlassen, ist auf dem Flug. Adler ist im Horst angekommen. So, Dennis Richtarski ist leider nicht mehr bei mir. Allerdings habe ich einen kleinen persönlichen Avatar an meiner Seite. Den könnt ihr hier sehen. Da. Dennis Richtarski. Da! Dennis Richtarski. Das ist hervorragend, dass du hast. Ich hätte jetzt gerne so ein Malprogramm, aber das kann ich jetzt nicht machen. Würde ihm vorunterschalten. So, jetzt möchte ich noch was. Dennis, kannst du mir mal bitte die Zettel bringen da hinten? Aber ein bisschen schnell, bitte. Das ist gut. Unglaublich. Den doch nicht. Summer Feeling im Querbeet. Wo hast du denn. Ja! Morgen kommt? Ja! Morgen! Verraten, mach ich nicht. Ich hab ab! Ich hab Schluss jetzt! Tür auf, Mann! Der Dennis lässt keine Sekunde aus, ungenutzt. So, morgen geht's im PC-Bereich. Ist ja sehr interessant. Guild Wars Nightfall. Für alle Freunde, die mit World of Warcraft nichts anfangen können und immer wieder sagen, zeigt doch mal Guild Wars das für euch. Im Konsolenbereich Delta Force, wie heute, da gibt's den Rainbow Six. Und PSX Mods im Max-Bereich. Auf Wiedersehen, tschüss, macht's gut. War mir eine Freude. Tschüss.